Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Natürlich mit Dirk Hilger und dem Stereo Trader. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED und freue mich, dass Sie wieder so zahlreich live dabei sind. Ich schaue kurz, dass wir uns den Risikohinweis anschauen, denn auch dieses Webinar diente nur zu Informations- und Schulungszwecken. Unabhängig davon, was uns Dirk heute zeigt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Okay, dann, lieber Dirk, übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche natürlich wie immer viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Müsste ich nämlich hier in der Lage sein, zu reden, während ich den Bildschirm übertrage. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich funktioniert auch die neue Technik. Ja, das hoffe ich auch. Ah, sehe ich schon mal, mein Bild ist schon mal nicht da unten. Das hat schon mal nicht funktioniert, aber gut, das ist nicht so schlimm. So, Hauptsache mein Name steht ja da unten. So, dann gehen wir hier mal, Moment, gucken, dass das Handy alles aus ist und so weiter, dass da nicht noch irgendwas klingelt zwischendurch. Und dann sage ich an der Stelle nämlich erstmal guten Morgen, lieber Nelson, und natürlich auch hallo hier an die ganzen Teilnehmer, die hier mit dabei sind beim Live-Trading. Ich habe mir gerade noch einen Kaffee geholt, der Nelson hat es ja gerade erwähnt. Jetzt erlauben wir mir auch einen Schluck zu nehmen. Habe aber auch Wasser, damit ich nicht euch wieder voll huste, wenn ich hier irgendwie eine trockene Kehle kriege, weil dafür, das kann ich ja irgendwie ganz gut. Da geht schon wieder los mit dem Frosch im Hals. So, ich mache mir jetzt hier erstmal noch kurz die Fragen groß und hoffe, dass die auch auf dem richtigen Bildschirm hier aufpoppen. Und ich hoffe, es geht euch allen gut zuerst mal. Und hoffentlich auch alle gesund hier. Und ja, also heute hier Live-Trading zum, ich weiß gar nicht, wievielten Male, also auf jeden Fall haben wir schon einige von diesen Webinaren gemacht. Und wie der Nelson ja auch gerade gesagt hat, es wäre natürlich schon wichtig, dass man das nicht irgendwie eins zu eins kopiert. Und was ich hier mache, wird wahrscheinlich sowieso nicht gehen, weil ich nehme zumindest mal vor, heute irgendwie einen anderen Stil hier zu handeln. Also wenn sich dann halt überhaupt was ergibt, das muss man halt auch mal sehen, weil der Markt ganz schön irgendwie auf der Seite turnt beziehungsweise an der Decke klebt und könnte sein, dass das ein bisschen anstrengend wird. War es ja irgendwie gestern auch schon mit dem DAX. Also wer den gestern geschortet hat, der brauchte schon ein ziemlich gutes Timing dafür. Nämlich erstmal ging es ja irgendwie rauf unter das Dach und dann stand er da erstmal ein paar Stunden und naja, und irgendwann kam es ja wieder runter. Jetzt kleben wir schon wieder unter dem Dach. Aber wir gucken uns das jetzt mal an. Ich gehe mal hier auf meinen anderen Bildschirm und beziehungsweise hier mal auf überhaupt mal auf den Hauptschirm. Ich schalte das jetzt mal hier um. So, müsste dann jetzt damit funktionieren. Gut, also wenn irgendwie technisch oder sowas ist, ne, Nelson, bitte einfach reingrätschen und mich anmeckern. Oh, anmeckern, das ist gut. Ja. Das machst du doch gerne. So, wir machen mal kurz erstmal den DAX. Also der ist halt, naja, also mich hat er gestern Geld gekostet, weil ich irgendwie versucht habe, den zu shorten die ganze Zeit und dann irgendwann die Geduld verloren habe und dann ging es natürlich halt von hier oben da halt runter. Ich habe es die ganze Zeit geahnt, dass das so nicht funktionieren würde, aber nutzt ja nichts, wenn man es dann halt irgendwie nicht vernünftig umgesetzt bekommt. So, aber generell, also was halt auffällt, wenn man das Bild hier mal klein macht, also einfach mal so, dann sieht man halt hier, ja, will irgendwie hoch, kann nicht hoch, ist also eher ganz schön seitwärts, aber mit Tendenz nach oben. Auf der anderen Seite gehen da oben halt immer wieder die Käufer aus. Also das hier ist das Bild aus meinem Blog. Man sieht auch, die Linien werden gerade nicht weniger. Das ist immer schon ein Zeichen dafür, dass es bald keinen Spaß mehr macht, in der Zone halt hier zu handeln. Weil es halt einfach dann auch schon so ein bisschen totgenudelt ist. Ne? Also generell ist ja alles DAX oberhalb 13.000 einfach nur eine mittlere Katastrophe.
da ging es noch nie weiter, ja, so irgendwie 13.800 war ja, glaube ich mal, halt irgendwie das ATH, ich weiß es gar nicht so genau, 13.800, ja, ne, so um den Dreh rum. Und alles andere spielte sich immer um die 13.200, 300 ab. Und da stehen wir halt jetzt schon wieder 385. Und das ist halt echt so ein bisschen anstrengend. Ich zeige mal ganz kurz auch ein Daily, damit man da auch mal sieht, wo wir da stehen. Das ist auch das andere Bild aus meinem Blog beziehungsweise Live-Chart. Also hier oben das Corona-Gap. Ja, so. Das heißt, da gab es ein kleines Loch und danach kam der Crash, den wir dann im Frühjahr gesehen haben. So, da habe ich eigentlich gestern auch gedacht, ja, da läuft er dran, oben an die 4, 5, 2,5. Was macht er? Dreht irgendwie 3 Punkte vorher. Ich auch, das kann jetzt alles nicht wahr sein, weil die hätte ich ja dann schon gerne gehabt. Und entsprechend, um dann halt irgendwie ein bisschen Short dagegen zu halten, musste man sich da halt wieder ein bisschen anstrengender eindecken mit größerem Risiko. So. Jetzt ist natürlich die Frage, also wenn ich das hier mal angucke, klar, wir haben eine Long-Tendenz, aber wir kleben hier einfach an dem Widerstand fest. Das heißt, kann genauso gut sein, dass wir halt, also jetzt einmal hier die Oberseite testen, das wäre die 562 möglich. Eventuell war es das aber auch gestern schon und wir ziehen heute runter. So, aber generell halt hier die ganzen Tageskerzen in dem Bereich, da geht halt nicht mehr viel, ne? Also es ist halt schon mal so, dass es sich halt mal irgendwie einen Tag lang dann komplett nach oben drückt, dann ein paar Tage seitwärts und dann war es das halt wieder. Ne? Oder wie hier, dann halt einfach mal nur runter, aber es geht halt nicht wirklich weiter. Und das ist so ein bisschen das Problem mit dem DAX an der Stelle. Und wenn man das mal mit dem Dow vergleicht, das werde ich auch gleich mal noch machen, aber dann hier den Dow mir noch schnappen, und dann wird man sehen, der Dow steht halt schon längst über dem gleichen Gap, was der DAX da halt irgendwie versucht, überhaupt auch nur zu erreichen gerade. Und deswegen kann man hier nicht ohne weiteres sagen, ja, long oder short. Ich meine, Tendenz long, solange er das versucht, kann man da auch immer wieder für kurze Strecke mitgehen. Aber irgendwas laufen lassen hier oben auf dem Niveau, das halte ich für ziemlich aussichtslos. Also, dass man da irgendwas, egal in welche Richtung, da halt an den Start kriegt, das ist ziemlich schwierig machbar. Das mal halt so im generellen Bild. Das heißt, jetzt halt auch, was jetzt die irgendwie größeren Entscheidungen angeht, finde ich, gibt es hier oben keine. Also, ne, man sieht natürlich, wenn man es von hier unten mal betrachtet, von der letzten Abwärtsbewegung, klar, sind wir nur aufwärts und da, eigentlich kann das schon noch irgendwie so einen Stich nach oben machen. Und dann ist halt die Frage, bleibt es dabei oder läuft die ganze Geschichte halt auch wieder runter? So. So, ich gucke mal gerade hier durch. Mit dem Skypen, genau. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Also, wenn sich das ergibt, dann werde ich das machen. Also, hier ist einfach so, hier und da so ein paar Punkte versuchen rauszuschneiden. Aber wie ich da auch schon gesagt habe, letzte Woche in dem Video, was ich da gemacht habe, ne, es ist echt immer noch mal eine andere Geschichte, ob man hier im Webinar halt was erklärt. Oder ob man halt einfach wirklich so, ja, komplett für sich ist und so ein bisschen seine Ruhe hat, ne, und dem, was man da halt macht. Ich habe hier mal, um jetzt mal kurz bei dem DAX zu bleiben, ich habe hier mal so ein paar Sachen jetzt vorbereitet eben. Also das gibt es übrigens auch, warum heißt das Formation? Das ist natürlich irgendwie Quatsch. Das habe ich hier gar nicht freigegeben, sehe ich gerade, oder? Gucken. Ah ne, das wäre das, ja, genau. Webinar. So, das heißt, wenn ich das jetzt freigebe, müsstet ihr das auch im Live-Chart dann halt haben. Also hier so die zwei Zonen, ne? Das fällt halt einfach so ein bisschen ins Auge. Und das heißt, also wir kommen zwar jetzt hier gerade mit der Stundenkerze da halt runter. Das sieht man ja, ich mache das mal ein bisschen größer hier oben, das Bild. Wir kommen da zwar gerade jetzt runter, weil es da oben halt irgendwie auch ein kleines Doppeltop halt gibt. An der Stelle hier oben sieht man ja, da hat es ja irgendwie jetzt halt einen Widerstand. Hat sich da jetzt gebaut. Dann machen wir es einfach mal von der Seite. Das heißt mal einfach mal ein bisschen gröber hier. Und so, das heißt, das ist momentan so, das sind so die Bereiche, die wir jetzt eigentlich halt haben. Ne? Da oben Widerstand. Erstmal. Hier haben wir ein ganz kleines Cluster.
Das deckt sich aber halt auch hier mit einem Bereich von gestern, der aber nicht so wahnsinnig gut gehandelt wurde, muss man halt auch mal sehen. Das heißt, die 364,5. Mal gucken, die müsste dann eigentlich hier so, sag mal, hier so im Mittelfeld da irgendwo liegen. Ne? Genau, die ist nämlich auch da. Also die 364, das wäre so der Bereich, das ist genau dieses Cluster. Das wäre jetzt möglich, dass wir da halt gleich mal bremsen und ab dort halt direkt nochmal oben versuchen oder er versucht es direkt nochmal oben und geht dann in diesen Bereich zurück. So, das sind so die einzigen Ansätze, die mir jetzt halt hier vorschweben. Gap Close wäre natürlich wie immer schwierig. Hat man ja gestern auch wieder gesehen, weil ich sage ja immer, Gap Close von unten ist nicht bärisch, Gap Close von oben nicht bullisch. Und hat sich gestern auch wieder bewahrheitet, Gap zu und dann geht es anschließend mal noch raketenmäßig dann halt irgendwie 50, 60 Punkte erstmal weiter. Und das könnte hier halt auch blühen, deswegen ist das hier ein bisschen schwierig. Also wenn er hier das Gap zumacht an der Stelle, dann würden wir zumindest mal halt den Bereich hier sehen. Also wir prallen nicht direkt am Gap ab, das glaube ich nicht, sondern dann wäre ein Eintauchen hier in dieses Cluster, was wir hier im M5 ganz gut sehen, was sich über Nacht aufgebaut hat und was dann halt hier, wo der Widerstand gekauft wurde. Das würde dann halt nochmal eher angetestet werden, als dass wir hier am Gap selber abprallen. Oder wir prallen kurz davor ab. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Das heißt also hier nur so ein Peak dahin. Das wäre halt auch denkbar. Und den mache ich mal gelb, damit man ihn nicht übersieht. So ein kleiner Peak dahin, Gap bleibt auf und dann halt nochmal zurück in die Zone. Ich weiß es nicht. Ne? Also größere Einschätzungen hier ist natürlich, wie gesagt, halte ich für falsch. Und von daher kann ich mich da jetzt momentan nur auf so Kleinkram, nenne ich es mal, halt konzentrieren. Aber ich habe für mich eben halt auch wieder einmal die Erfahrung gemacht. Also ich habe das ja irgendwie lange Jahre nicht gemacht. Aber halt, dass, was wollte ich sagen, ja, dass halt irgendwie die kurzen Bewegungen halt einfach die lukrativsten sind. Ne? Man muss sich zwar ein bisschen konzentrieren, aber halt im Endeffekt ist es halt echt so. So, also das zum DAX. Wir warten jetzt mal irgendwie gerade noch eine Minute ab, bevor ich da auf den Dow gehe, beziehungsweise ich gucke nur mal ganz schnell rüber, ob es da irgendwas weltbewegendes Neues gibt. Nee, da habe ich auch nur mal gerade so eine Zone hier eingezeichnet, so eine Support-Zone. Ja, wenn der die jetzt bricht, dann wird das natürlich hier ein bisschen sauberer machbar, denke ich. Also sollte die gebrochen werden, deutlich, und dann wird es entsprechend halt hier gleich im Widerstandsbereich. Ne? So, und deswegen habe ich die schon mal eingezeichnet und gesagt, komm her, bevor ich die nachher dann halt irgendwie übersehe, mache ich das halt irgendwie lieber gleich mal. Ja, hier ist wieder der M2 am Start. Mein neuer Lieblingstimeframe. Nein, das ist halt einfach nur, also gerade im DAO, der ist nicht ganz so rauschig wie der M1 und dauert nicht so lange wie der M5. Und man erkennt so ein bisschen mehr halt als jetzt im M1. M1 ist mir teilweise wirklich zu chaotisch. So, gehen wir mal zurück auf den DAX und gucken mal, was der da macht jetzt hier zur Eröffnung. Und dann halt mal sehen, ob man da irgendwo mit reinkommt. So, erste Bewegung. So, und das finde ich jetzt ja schon irgendwie ganz interessant, da unten, wie es aussieht. Da will es wohl erstmal hin. Und mal gucken halt, wie weit es da jetzt durchgeht. Na, hier haben wir halt mal wieder meinen Freund, den EMA 200. Der darf ja auch immer mitspielen. Nur sagen darf er nichts. So, das heißt, wir bräuchten jetzt hier dann auch entsprechenden Stich. Ne? Das heißt so bis in diesen Bereich. Also, was man gleich sehen wird, vorausgesetzt, ich kriege hier einen Trade an Start, es sind so ein paar Sachen behoben, die ja momentan im Stereo Trader so ein bisschen nerven und damit halt auch gleichzeitig ein paar Dinge verbessert. Und was ich halt heute ja gerne testen würde, ich hoffe, ich kriege die Gelegenheit dazu, das sind halt das ist halt die Statistik. Also, die habe ich irgendwie auch nochmal angepackt. Ich weiß nicht, ob das Ganze damit behoben ist, aber halt eben auch die Order. Darstellung. So, ne, das wäre jetzt so ein Ding. Da würde ich halt zum Beispiel jetzt erstmal skaliert da halt rein. Das heißt, von der Position, ja, ich wollte eigentlich die Size ausschalten. So, aber einfach immer nur so ein paar Punkte halt, ne. So, zack, 6 Punkte. Das sind erstmal meine.
und dann halt mal sehen, ob das jetzt hier irgendwie nachhaltig reagiert. So, Statistik hat zumindest mal halt hier richtig gezählt. Also das heißt, kann halt sein, dass da halt hier auch natürlich jetzt komplett drauf läuft. Aber wie gesagt, ich wollte halt hier jetzt keine größeren Richtungen hier angeben. Sondern erstmal warten, was er hier treibt. Vor allen Dingen sind es jetzt gerade mal die ersten paar Minuten. Klar, es wären jetzt noch ein paar Punkte mehr gewesen, wenn es halt 10 gewesen. Aber es ist okay. Ich finde halt solche Ansätze, ne, auch wenn es jetzt hier der M5 ist, wo man eigentlich gar nichts sieht, aber da erkennt man es an der Zuckung. Aber einfach halt schnell rein, raus. Wenn man weiß, wo es reagiert, das ist ja auch das, was ich letzte Woche im Video ja auch gemacht habe. Das ist halt am wahrscheinlichsten einfach. Ne? Hat man jetzt wahrscheinlich gar nicht gesehen, so schnell wie das ging. Ich werde gleich mal eine ganz kleine Position aufmachen, um gerade mal irgendwie so ein paar Neuigkeiten hier auch zu zeigen, die vor allen Dingen Heiko freuen würde. Ich weiß nicht, ist er da, Heiko? Der Heiko Behrendt. Da würde ich nämlich hier mal wirklich ein paar kleine Positionen auch aufmachen, um das halt und dann versuchen, das nachzuvollziehen. Er wollte nämlich eigentlich hier auch dabei sein. Oder der Timo. Tja, wie sagt man so schön, wer solche Freunde hat, ist keiner da. Braucht keine Feinde mehr. Nö, ne, Nelson. Oh, der Timo ist da. Ah, der Timo ist da, okay. Ah, der Heiko. Ah, der ist noch im anderen Webinar. Alright. So. Also, dann mache ich doch mal Folgendes. Ich mache es mal gleich. Ich stelle das mal kurz hinten an. Ne? Ich mache jetzt erstmal hier die Eröffnung. Und dann halt mal sehen, wie das weitergeht. Ne? Aber das hier war jetzt halt relativ gut einzuschätzen. Also, dass das jetzt halt hier so schon so ein Support-Bereich wieder werden könnte. Ne? Das sieht man ja, das passt ja echt nett. So einfach so hier wirklich das erste Cluster. Gepaart eben mit dem Level hier. Ob das dann hält, steht auf dem anderen Blatt. Das weiß ich nicht. Ne? Deswegen würde ich auch hier keine Position aufmachen und dann halt irgendwie sagen, ja, von da gehen wir jetzt erstmal ans Tageshoch. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ne? Also, weil ich weiß ja einfach auch nicht, was die anderen Teilnehmer halt vorhaben. Und ob die jetzt, wollen die das Ding runterprügeln? Wollen die halt unbedingt oben raus? Weil davon hängt so ein bisschen ab, wie sich der Markt halt bewegen wird. Also wenn die oben raus wollen, dann würde ich halt sagen, die gehen erstmal so tief wie möglich, ne, weil es ansonsten ja auch einfach halt zu teuer ist. Und umgekehrt ganz genauso. Deswegen sage ich zum Beispiel halt immer, direkt drauf funktioniert nicht. Weil klar, wer soll denn da noch nachkommen und kaufen? Mal angenommen, der Markt wäre jetzt irgendwann hier direkt angesprungen und dann halt irgendwie da hoch. Ja, dann hätte ich da oben den Big Short direkt an dem Corona-Gap aufgemacht. Weil hier ja einfach nichts nachhaltig kommen kann, was kaufen kann. Ne? Also weil es ist ja normalerweise nicht so, dass halt irgendwie das dann heißt so, was weiß ich, ein Fonds oder so sagt ja nicht, ja, um 9 Uhr kaufen wir einfach alles, was da ist. Ja? Sondern es ist ja schon eher so, dass man halt Limits dann in den Markt reingibt und dann halt versucht natürlich günstig zu kaufen. Weil das ist ja halt auch logischerweise der Job, ja, von jemand, der halt irgendwie größere Positionen halt drehen muss. Egal, ob das jetzt irgendwie ein Fonds ist oder größerer Händler oder ein Asset Manager oder wie auch immer. Ne? Also von daher, aber letzten Endes sind ja alle drauf angewiesen, das halt entsprechend möglichst günstig zu machen. So, wir haben jetzt hier halt auch Bewegungen, also die ersten 5 Minuten sind jetzt um und haben hier eine Range von irgendwie 30 Punkten. Ja. Die Stunde, mit der kann man relativ wenig anfangen. Und gerade, weil die kann halt wirklich alles werden. Ne? Die kann nach oben durch, die kann nach unten. Das ist halt noch viel zu früh, um da jetzt halt irgendwo da halt was einschätzen zu können, wie die ganze Sache endet. Ich würde aber schon gerne versuchen, halt jetzt nicht direkt hier, sondern eher nochmal tiefer da reinzukommen. Das heißt, wenn wir hier einmal kurz diesen Peak halt nehmen würden, und das finde ich schon nicht so schlecht. Also das Gap Close erstmal auslassen. Also was man sieht hier, ne, wenn ich halt Orders aufgebe, das ist neu. Das heißt, ich habe eine durchgezogene Linie, sobald ich halt eine Linie halt durch die Gegend bewege. Das macht halt die Orientierung so ein bisschen einfacher. Man muss nicht irgendwie Levels zusätzlich zeichnen, sondern wie man sieht, ne, ich hoffe, man kann es erkennen, dann ist das entsprechend durchgezogen. Na, auf jeden Fall wäre das jetzt hier so ein Level, was ich schon irgendwie
ganz gut finde. Was jetzt halt hier auffällt im DAX, und das ist halt eben auch, dass die Stunde einfach losgestartet ist, ohne irgendwo auch nur einen Tick nach oben zu gehen. Das heißt, das wird in der Regel dann auch noch nachgeholt. Das heißt, wir kriegen höchstwahrscheinlich auch in der Stunde noch einen Peak da über die Eröffnung drüber. Ob der dann weit läuft, das ist immer wieder ein Punkt, wo ich sagen muss, keine Ahnung. Aber dass wir den kriegen, ist recht wahrscheinlich, zumal der VWAP halt hier oben drüber liegt, ne, und halt hier dieses Level vom Orkan, der OWP, der tatsächlich auch echt oft gut gehandelt wird. Das war ich auch erstaunt. Ich habe mir das irgendwie, konnte mir nichts drunter vorstellen. Aber der Orkan hat ja ohnehin nochmal einen ganz, ganz anderen Einsatz. Aber ich sehe halt schon, okay, das hat schon irgendeine Bewandtnis mit der orangefarbenen Linie hier oben, die sich aus dem VPOC Add-on halt ergibt, was ich ja hier auch drauf habe. So, ich gucke mal, siehst du der auch den Euro-USD an? Fragt der Michael, nee, tatsächlich überhaupt nicht. Ne? Also, weil ich kann damit irgendwie nichts anfangen. Also, ich meine, ne, klar kann ich den handeln, wenn ich den im Fokus habe, aber jetzt irgendwie eine Korrelation zwischen Euro und DAX. Das habe ich auch irgendwie jahrelang versucht und am Ende habe ich gesagt, ey, ich blende das Ding einfach aus. Weil wenn ich irgendwie dahingehend irgendwo antizipieren will und sage, okay, ja, wenn der Euro macht, dann macht der DAX das, ja, dann handle ich doch gleich den Euro. Und wenn ich ja eh weiß, was der Euro als nächstes macht und deswegen der DAX nichts macht, das war mir alles zu kompliziert und deswegen habe ich mir irgendwann gesagt, ich gucke mir den überhaupt nicht mehr an. Ne? Aber auch wenn man sich da die Korrelation halt über Jahre halt, halt mal anschaut, es gibt einfach gar keine Korrelation zwischen Euro und DAX, also zumindest keine Regelmäßigkeit. Und von daher lasse ich das halt einfach, lasse ich den Euro Euro sein. So, dem Lutz geht's gut, das ist doch schön. Also, nur ist ernst gemeint eben auch gewesen, nicht nur eine Floskel, gerade in Zeiten wie diesen, also wo ich gerade gesagt habe, ich hoffe, es geht euch allen gut. Das meine ich auch so. Okay, also wir treten hier auf der Stelle. Dann gucken wir doch mal kurz rüber zum DAO. So, der macht nichts anderes. Der hat mal hier kurz den VWAP getestet. Den hätte man natürlich hier schick handeln können, aber ich habe halt hier erstmal nur einen Bildschirm. Wie machst du das, das DAX und DAO in zwei mehrere Instanzen? Genau, ich habe die hier in zwei Instanzen, ne? Also ich habe insgesamt habe ich hier in den Webinaren halt immer zwei Server auch am Start. Also einmal das hier ist auf einem Server, also ich schalte das einfach nur um. Ne? Also hier in Windows. Und die Geschichte hier, das ist halt ein anderer Server, der sich dann halt so einfädelt. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Also insgesamt habe ich ja hier dann halt drei Charts, auf die ich zugreifen kann. Oh, ich hänge da unten irgendwie in der Ecke. Ich versinke hier im Stuhl. So, also hier irgendwie auch gerade nichts. Wie gesagt, das wäre jetzt halt so das Einzige gewesen. Man sieht halt hier, kauft sich den Bereich auch schon wieder zurück. Ja. Kann man erstmal noch nichts mit anfangen auch. Gucken, DAX sich jetzt nicht auch auf der Oberseite versucht. Naja, steht rum. Aber immerhin, 6 Punkte sind schon im, ja. 6,5 sind schon im Topf. Immerhin. Also manchmal ist es halt so, ne? Dann, das ist halt, wo ich halt auch immer sage, das ist halt echt der riesen Vorteil, wenn man wirklich nur skalpt und dann halt auch sich ausstoppen lässt, ne? Und irgendwie nicht auch irgendwie endlos skaliert. Man ist einfach fertig mit der Nummer, ne? Nach irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten oder vielleicht auch mal eine Viertelstunde und hängt da nicht in irgendwas drin rum. Ich meine, hier wäre es jetzt zwar okay gewesen, ne, das halt ein bisschen drin zu lassen, aber ich weiß ja immer noch nicht, ob wir jetzt direkt erstmal ein neues Tief kriegen oder was ist denn hier mit meinem Live-Chart passiert? Was habe ich getan? Da waren noch irgendwie gerade noch ein paar Linien, ne? Könnte ich schwören. Ich fürchte, da hat es das Setup zerhauen, kann das sein? Nochmal. Da ist halt noch etwas, so ein bisschen im. Ja.
Keine Levels mehr. Wunderbar. Gut, also Live-Chat fällt dann jetzt mal kurz aus. Muss jetzt natürlich auch nicht unbedingt während Webinar sein, ist aber so. Ich muss danach ein Backup zurückspielen, dann geht es auch alles wieder. Aber ist halt jetzt leider mal kurz so. Also das kann ich jetzt leider hier nicht beheben, also nicht während dem Webinar. Ich mache das aber direkt danach. Aber ist ja nicht schlimm, dann haben wir mal ein bisschen aufgeräumtes Bild. Und von daher alles halb so tragisch. Das ist manchmal gar nicht so schlecht. Also, aber generell muss ich mal gucken. Also hier halt, da war es halt auch ja generell, ja, da ist nicht so sauber. Hier bleibt man nochmal hier unten bei dem. Also das war halt die Zone, wo ich gesagt habe, so ne, könnte funktionieren. Mehr brauchen wir hier auch gar nicht erstmal als die Zonen in dem Bereich. Den Rest kriegen wir hier schon selber erarbeitet. So, aber da habe ich, ne, wie ich gesagt habe, keine Ahnung, ob das hält. Nächste mögliche wäre dann halt entsprechend hier unten. Ja, in dem Bereich, in diesem Cluster, da wäre auch das Vortages VAH, was ihr da halt testen könnte. Hier unten haben wir das Gap und von daher auch gut möglich, dass wir das entsprechend halt mal antesten. Also da hatte ich ja auch noch das Linchen. Das Linchen. So, da gucke ich mal, da müsste aber das, müsste zumindest aber gehen, wenn ich das jetzt freigebe. Interessante Sachen, die hier passieren. Okay. Ja. Alright. So, also. Hier oben dann halt der Widerstandsbereich. So, damit befassen wir uns jetzt hier. Mehr ist nicht. Wo ist ein Pink? Die Farben haben so lustige Namen. Peach Puff. So, also, ja, deswegen halt hier laufen lassen, nicht wirklich wahnsinnig sinnvoll, wie man sieht. Aber ich bleibe dabei, hier oben haben wir halt den, die Eröffnung und den VWAP drüber. Also noch ist er drüber halt zumindest. Und von daher, ja, oder dran jetzt halt gerade. Von daher würde mich doch wundern, wenn wir da halt nicht nochmal irgendwie gleich eine Runde Hallo sagen, am besten ohne halt das Gap zuzumachen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das hier wird. 9.14 Uhr. Ich gehe mal hier auf der rechten Seite, schnappe ich mal den M15. So, da kam auch gerade ein bisschen Tempo rein, das ist natürlich auch gut, weil das halt eben auch oft darauf hindeutet, dass gleich halt Schluss ist da unten. So, wie gesagt, ohne Gap Plus will ich hier am liebsten durch, weil dann, ansonsten muss ich mich nämlich halt hier gleich, so, den machen wir mal direkt. Puh, war vielleicht ein bisschen groß, aber okay. Wenn es mit Gap Plus ist, dann hier muss ich raus. Dann bringt es erstmal nichts, beziehungsweise dann würde ich hier unten nochmal irgendwie halt anfangen. So, hier einmal auf den Peak drauf, das darf er, aber das Gap besser nicht schließen. Besser nicht. So, jetzt bin ich ja nicht so wahnsinnig gut reingekommen. Daher gehe ich da jetzt erstmal wieder raus. Weil das gefällt mir nicht. Ich hätte schon hier unten genau reingemusst. Also da, wo ursprünglich halt auch die Linie lag. Weil jetzt besteht nämlich hier so ein bisschen die Gefahr, dass wir doch den Schuss darunter machen und dann würde ich ihn echt lieber tiefer eindecken und von dort halt nochmal versuchen, nach oben zu laufen. Hier müsste ja auch die 329 sein. Mein Freund 329. Ja, da ist er doch, ne? Die hätte ich ja fast vergessen. Ne, weil das wäre jetzt halt auch wirklich typisch. Deswegen halt auch diese Linie da. Das kann man sich ja mal, könnt ihr euch gerne mal merken. Weil wie gesagt, Gap Close, ne, auch wenn jetzt halt hier nicht, ich weiß, da ist nicht 38, beziehungsweise genau der Kasserschluss, sondern 17.30 Uhr. Aber guck es dir das einer an. Ne? Das ist so typisch.
kurz davor bremsen und dann halt nach oben, ohne das Gap zuzumachen. Und das läuft auch relativ oft noch ein gutes Stück weiter. Ich weiß jetzt nicht, was da halt noch kommt. Mir war das jetzt nur hier gerade so ein bisschen heikel, weil ich halt den zu früh gekauft habe. Ne? Ich bin ja hier reingegangen. Ich hätte ja da, ich hätte die hätte ich weglassen sollen. Ich hätte ja nur die hier, wo auch die Linie war, halt nehmen sollen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, also wenn das halt jetzt als Beispiel nochmal deutlich nach oben zieht, dann wahrscheinlich einfach daran, dass halt hier einfach Positionen ja, von der Schieflage so ein bisschen ausgeglichen werden und die dann halt jetzt sagen, oh komm, vergiss es. Die paar Punkte ist egal, mach das Ding weg. Und deswegen sieht man das ganz oft, dass der kurz vorher dreht und das Gap eben nicht zumacht. Ja. So, aber wie man jetzt aber sieht, ne, kein Hexenwerk. Also einfach nur gucken, was sind die relevanten Levels oder was könnte, und das ist zwar ein bisschen Ratespiel, könnte man meinen, aber halt natürlich halt auch Erfahrungssache, ist ja halt auch klar. Wie gesagt, den hier, ich hätte ihn jetzt auch mal auskalieren können, aber das ist eben der Unterschied, wenn man halt hat hier so ein Webinar macht, wo man die ganze Zeit halt irgendwie irgendwas erklärt oder wenn man vor sich hin handelt, weil der Kopf halt einfach nicht komplett frei ist. Ansonsten hätte ich nämlich hier jetzt die Position zur Hälfte ausskaliert und die hier unten nochmal reingegeben und den Stop super eng gezogen. Und bis ich dann halt, aber wenn ich gleichzeitig rede und noch rechnen soll, wie viel ist das? Und dann wird es halt mal ein bisschen eng mit dem Denken. So, hier haben wir jetzt möglicherweise das Gleiche. Das haben wir 9,18. Das heißt, hier könnte es jetzt sein, so, dass man halt, dass wir jetzt halt hier irgendwie nochmal ein Stück rückwärts laufen, weil es war ja erstmal Support. Lass mal gucken, den würde ich jetzt ein bisschen höher skalieren. Und dass wir uns das da unten nochmal angucken. Also wie man sieht hier, ne, das sind so die Neuerungen, das heißt, hier der Trailbeginn sieht so ein bisschen anders aus. Und hier, wo vorher diese Dots waren, jetzt sieht man es. Und das sind jetzt halt, die ganze Position ist halt hier drin. Ne? Und es hat, und es sieht halt so ein bisschen, es lässt sich besser halt handeln, denke ich. Jetzt ziehen wir doch nicht gleich ganz nach oben. Ne? Komm, reiß dich mal ein bisschen zusammen hier. Und ich hoffe, ich komme gleich dazu, das halt irgendwie auch gewinnbringend zu schließen. Dann wird man auch sehen, was es damit auf sich hat. Also es gibt nicht mehr diese Punkte, sondern hier steht dann entsprechend halt die Size mit dabei. Also kann natürlich jetzt sein, dass der mich jetzt halt hier direkt oben abschießt. Dann müsste ich halt hier oberhalb nochmal reingehen. Ja, die war schon ganz schön gut, die gelbe da unten. Mann, Mann. So, der war ein bisschen schlecht gefillt. Nelson. Du hast mich geslippt. Was soll ich sagen? Ich bin ja. Da. Ich verlasse dich nicht. Keine Sorge. Ja, du hast mich geslippt. Guck mal. Ich habe das geslippt. Doch. Da war mein Entry. Jetzt komme ich da nur ganz böse da raus. Oder überhaupt nicht. Das ist sehr traurig. So, den Point of Control. Wie gesagt, so ein bisschen skalieren würde ich das hier noch. Aber halt jetzt auch nicht bis Ultimo, sondern dann eher versuchen, dann oberhalb nochmal reinzukommen. Nicht wundern über die Positionsgröße. Sie ist so ein bisschen höher als vorher. Aber man gewöhnt sich dran. Ich wollte die eigentlich ausschalten, aber egal. Jetzt muss ich mein Wörterbuch, muss ich das eintragen. Geslippt. Ich habe jemand geslippt. Ja. So, jetzt besser nicht nochmal ganz hoch hier. Mann, die gelbe, verdammt. Ich will doch nur ein Stück rückwärts nochmal. Kann aber sein, dass ich jetzt hier rausfliege, ne? Ist möglich. Also deswegen nicht nachmachen, weil es kann nämlich dann halt ebenso sein, dass halt hier oben das viel später kommt, bis man das nochmal handeln kann. So, mal gucken. Einen würde ich dem hier, glaube ich, jetzt schon noch geben. Das wird jetzt nicht direkt hier an die Kasseeröffnung laufen, sondern halt nochmal da unten in die Zone, bevor wir halt da hochgehen. Mal gucken, ob das passt. So also ein kleiner, komm schon, gib mir ein bisschen nach. So ein kleiner Nebeneffekt ist jetzt hier, ne, wenn man halt den
die Maus gedrückt hält, dann sieht man halt hier für jeden Tick, wie sich halt die PL dieser Einzelposition, ne, weil das sind ja meine Einzelpositionen, wie sich die halt ändert, ja, so dass ich dann halt möglichst genau da halt entsprechend halt auch die Position, also die Einzelposition eben halt auch auflösen kann. Ne? Vorausgesetzt, er gibt hier jetzt mal ein bisschen nach, würde ich den nämlich direkt auflösen, sobald wir halt noch einmal unter die Eröffnung von dieser 5-Minuten-Kerze da halt drunter gucken. Aber es sieht eher so ein bisschen aus, als hätte der ganz großen Spaß dran, mich da oben abzuschießen. Aber dann mache ich den oben nochmal auf. So. Ne, er will einfach nicht, ne? Er morgnet. Kann natürlich jetzt sein, dass wir jetzt diesen Spike da oben drüber kriegen und dann nochmal runterlaufen. Ne? Das kann natürlich sein. Der hier war nicht gut, der erste. Die zwei anderen, die waren schon okay, finde ich, aber der erste halt nicht unbedingt. Minimal Luft, aber nicht über diese Dinge da oben drüber. Ja, weil Skypen, also mit der Size kann natürlich auch teuer werden, sieht man ja gerade. Das ist aber relativ schnell wieder drin, ne? Also das sieht immer so ein bisschen böse aus. Aber, ich muss mal gleich mal gucken, wenn wir jetzt halt hier den oberen Bereich kriegen, und dann muss man halt schnell sein. So, ich mache die auch nochmal auf. Zumindest mal hier zum Teil. Weil noch sehe ich da jetzt nicht unbedingt die Gefahr drin, dass wir da halt direkt am Anfang halt da durchlaufen. Glaube ich jetzt nicht. Na, weil der sich hier gerade aufbäumt, der H1. Das ist erstmal alles nicht weiter tragisch. Ja, was man ja halt auch machen kann, also ich bin normalerweise von der Size her noch wesentlich größer drin. Und man kann ja halt auch erstmal kleiner anfangen und geht dann nachher irgendwann auf seine normale Size, wenn man halt ein bisschen besser halt ein Gefühl dafür hat, was der Markt nämlich eigentlich vorhat. Und auch infolgedessen ist es dann halt nicht weiter tragisch, wenn dann halt mal was daneben geht. Na, aber das hier ist auf jeden Fall, finde ich, eine ganz schicke Nummer. So, ich guck mal eben, ob ich hier im... Okay. Genau, jetzt hängen wir hier halt am Bebop dann halt auch wiederum fest. Aber erstmal passt es. Das wäre jetzt schon... Mal gucken hier, schon eigentlich recht okay, wenn wir hier auf der Unterseite mal das halt nochmal eine Runde antesten würden, bevor er sich dann halt wirklich versucht, danach da oben drüber da halt da rauszuschießen. Kann natürlich jetzt sein, dass er trotzdem direkt halt drauf geht, aber glaube ich jetzt erstmal nicht. Weil das hier war jetzt halt auch eben ne, die ganze Zeit so Support, ist jetzt erstmal Widerstand. Mal gucken, wie lange das hält. Aber eine Zeit lang müsste das eigentlich schon noch hier halten. So, dreht jetzt nämlich die Stundenkerze jetzt zum ersten Mal hier überhaupt in die andere Richtung. Und das funktioniert recht selten beim ersten Anlauf. Hätte ich mal die gelbe da drin gelassen, ne? Das ist allerdings schon wahr. So, jetzt kleben wir da fest. Und achso, was man jetzt auch machen kann, hier mit dem Trailing-Beginn, man sieht ihn halt ein bisschen besser. Ich habe den irgendwie permanent gesucht. Das hat mich selbst immer total gestört. Und deswegen habe ich den mal umgestaltet. Und man kann halt auch hier, hat man auch direkt jetzt einen Knopf dran, wo man den Trail ein- und ausschalten kann. Ne? Das heißt, ich kann entweder hier oder da oder halt im Panel. So, das heißt, hier oben haben wir noch die, da wäre die Eröffnung von der Vor, von der, die 8 Uhr Öffnung haben wir auch noch hier oben. Ne? Das wäre dann halt dieser Bereich. Ne? Da ist natürlich halt auch echt hilfreich, dass die Linien so halt einmal da durchgezogen sind.
und eben nicht nur verkürzt. Also so in der Darstellung reicht es ja, wenn man gucken will, wo ist denn eigentlich das Level? Einmal nur irgendwie die Maus draufhalten und dann sieht man das halt alles so ein bisschen deutlicher. So. Sonst kleben wir hier schon wieder fest. So, er will jetzt direkt die Oberseite versuchen. Das heißt, nochmal hier kurz an die 400, damit auch an die Öffnung von der Stunde davor. Da muss man jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein, auch hier mit neueren Positionen. Erstmal gucken. Nicht, dass es nachher in der ersten Stunde zu teuer wird und dann man wieder irgendwie den ganzen Tag da halt irgendwas am Bein hat. Da habe ich nämlich irgendwie auch keine Lust drauf. Also ich versuche halt immer, ne, das Risiko, also jetzt bei dem Konto hier, pro Trade nicht über 1000 Euro. Und natürlich halt auch den Gewinn möglichst dann halt in dem Bereich zu halten, damit es halt so ein bisschen ausgeglichen eben auch ist. Ne? So, jetzt bin ich mal gespannt hier mit der 400. Wie gesagt, das Hütchen da sollte vielleicht einfach nur mal angetestet werden, bevor es dann halt wirklich nach oben rausgeht. Ja, da waren wir jetzt irgendwie knapp dran. Kann ja hier mal, beziehungsweise hier sieht man es ja halt auch, ne? Das war jetzt tatsächlich doch ganz genau die Eröffnung. Irgendwie komme ich da gar nicht hin. Okay. Ja, von daher war die Idee jetzt erst schon mal nicht falsch. So, aber trotzdem, wie gesagt, ich wollte jetzt erstmal mich hier ein bisschen zurückhalten, auch was jetzt neue Positionen angeht. Erstmal gucken, ob da überhaupt was passiert, da oben in dem Bereich. Und ob man da überhaupt, ob es Sinn macht, da oben eine Position reinzugeben. Aber erstmal haben wir da halt oben kein Weiterkommen. Von daher wäre das jetzt schon recht okay. Hier oben haben wir halt auch den Pivot. So, da wäre jetzt der nächste. Ich wollte eigentlich nur eine kleine. So, das meinte ich eben. Ne? Gleichzeitig reden und tun. Das sind zwei Paar Schuhe. So, ich wollte nur eine kleine, also gebe ich die Hälfte mal raus. Sind doch jetzt alle drin. Moment. Ist nicht auszuschließen, dass wir hier. Na doch, ja. Noch ein paar Darstellungshämmerchen haben. Ne? Also deswegen, ich wollte es aber heute unbedingt mal einsetzen hier im Live-Trading. Auch wenn jetzt hier eigentlich fehlt jetzt hier der Entry gerade, ne, wie ich sehe. Also die Darstellung. Aber es ist halt noch eine Alpha-Version eigentlich, nicht mal Beta. Und von daher ist das jetzt schon okay. Also das gibt es noch nicht offiziell, diese Version. Und aber wie man sieht, was ich hier mache, macht ja schon irgendwie Sinn. So, das heißt, den nehmen wir nochmal raus. Da haben wir oben ein bisschen was gespart. Na, von daher, das hat jetzt schon Sinn gemacht. Den hätte man aber auch wirklich komplett mit der kompletten Size halt drin lassen können. Aber wenn wir hier wirklich nochmal runterkommen in die Zone, da will ich da unten den Trail anwerfen. TA6 haben wir drin. Moment. Ah, sieht schon direkt anders aus, die Kurve. Den TA6 mit 4. Ja, da kann man schon den 12er nehmen. Aber das würde schon irgendwie Sinn machen, dass wir jetzt nicht direkt da oben rauslaufen. Passieren kann es natürlich trotzdem, ist klar, weil wir jetzt irgendwie gerade halt auch mal über der Öffnung erstmal stehen. Aber das werde ich mir angucken müssen, warum jetzt die Position bei der Teilauflösung dann gefehlt hat. Also Update wird verfügbar, sobald die Beta dann halt durch ist. Ne? Also das ist eigentlich alles recht sauber, bis jetzt auch so Kleinigkeiten. Und das kann sein, dass es irgendwie nächste Woche schon kommt. Zumal da halt auch noch ein paar andere Sachen drin sind und die Version eigentlich schon ein bisschen länger halt ansteht.
Ja, weil halt, was momentan ja halt irgendwie als Bug drin ist, das ist ja halt die Geschichte, dass man halt hier manchmal, dass ich die halt nicht schließen kann, ne? Und das ist natürlich alles behoben und noch ein paar andere Geschichten. Und die Statistik sieht auf den ersten Blick erstmal alles richtig aus. Und aber bin mal gespannt, weil da gibt es ja irgendwie seit dem letzten Update vom MetaTrader 5 gab es ja da halt so ein bisschen Stress. Und die hat ja nicht mehr so wirklich Lust gehabt, da so zu funktionieren, wie sie das eigentlich schon mal getan hat. Und von daher hätte ich nichts dagegen, wenn die Fehler halt auch, wenn das raus wäre. Das hat nämlich irgendwie früher immer super funktioniert und im Demo immer alles ohne Stress, absolut nicht reproduzierbar. Das ist daher so ein bisschen Rätselraten oder im Live im Zweifelsfall dann halt teuer, ne? Sowas dann halt zu beheben. So. Ja, so ein bisschen muss ich jetzt halt schon sagen, das ärgert mich, dass ich da unten die gelbe nicht besser gehandelt habe, mich da zu lange aufgehalten habe. Ja. Das war natürlich echt typisch und typisch Premium eigentlich, ne, für ein Entry. Aber gut. Dann bin ich jetzt erstmal kurz auf der falschen Seite hier unterwegs und bleibt jetzt mal zu hoffen, dass wir nicht direkt da oben am Stück durchrauschen. Da wäre halt hier maximal da oben halt nochmal der Widerstand. 9,33. Sieht in der M15 aus. Ja, der hat jetzt natürlich schon Lust, ne? Direkt mal da oben hinzulaufen. Das ist genau das Problem. Das heißt, da wären wir direkt nochmal da oben in dieser Zone halt drin. Gut, aber jetzt direkt das Tageshoch. Mal gucken. Also hier, was man jetzt halt auch sieht, ne, das Risiko wird direkt mit angezeigt, sobald ich die Order halt bewege. Also den Stop-Loss hier an der Stelle. Ja, kann ich halt genau sagen, okay, hier oben ist 1000 Euro. Und da ist halt dann Schluss, wobei ich ja halt hier schon einen Teil aufgelöst habe. Ne? Also so viel wird es gar nicht mehr. So, jetzt könnte man hier nochmal einen drauf geben. Da halt nochmal versuchen, ein bisschen, ein paar Punkte halt nochmal zusätzlich mitzunehmen. Ne? Also hier jetzt zum Beispiel. Jeder Euro zählt. Ja, so kann ich mir die halt dann ja dann zurecht skalieren. Ich bin jetzt hier nur ein bisschen zurückhaltend da mit den Positionsgrößen. Also man hätte natürlich halt auch ganz einfach jetzt die normale Position reingeben können. Aber ich bin, wie gesagt, im Zweifelsfall hier nicht schnell genug, wenn ich halt gleichzeitig auch rede. Aber so muss man halt nicht unbedingt dann auch sofort eine Position dann halt irgendwie aufgeben, sondern kann dann, wie gesagt, wenn man sein Risiko halt setzt, dann halt auch versuchen, bis dorthin das Risiko zu vermindern. Oder man ist halt eben vorher halt irgendwie klar, okay, das macht alles gar keinen Sinn mehr. Sehe ich aber halt noch nicht, ne? Also noch ist nichts passiert da oben, auch wenn der M15 gerade so ein bisschen wüst aussieht. Aber es ist noch nicht gesagt, dass wir tatsächlich nochmal da oben rauslaufen, nicht doch erst nochmal da unten halt vorbeischauen. So sieht die ganze Geschichte jetzt aus. Ja, ist natürlich dann halt auch interessant, dass halt hier jetzt der EMA 200 genau zum M15 zu der gelben Linie da unten gepasst hat, wo ich den vorher gar nicht gesehen habe. Aber es ist halt schon witzig. Macht denn eigentlich der DAO? Ich guck mal kurz irgendwie darüber. Nee. Wo ist er? Da ist er. Ach, guck an. Also ich weiß halt, dass da oben die 967, da beginnt mein roter Bereich. Also die sieht man jetzt hier nicht mehr, weil die Levels halt fehlen, kann ich aber gleich dann trotzdem noch versuchen zu zeigen. Da ist natürlich Premium Short Bereich da oben bei dem gerade. Also 967 bis 983 müsste das sein im DAO. Kann mal gucken. Also das geht schnell. Das mache ich jetzt hier eben mal schnell einzeichnen. Sieht man im M15 recht deutlich.
sah man im N15 recht deutlich, wo ist er hin? Man sieht es irgendwie gerade nicht mehr so wirklich. Ja, der Bereich hier, das war das genau. Ja, das ist genau die Zone, die Short-Zone. Und da klebt er in dieser Sekunde genau dran. Von daher gut möglich, dass der jetzt halt hier direkt auch nochmal runterkommt. Und eben nicht da oben auf die, das ist nämlich halt auch hier das Gap, genau, das sieht man auch gerade ganz gut. Ich traue mich jetzt hier nur nicht irgendwie zwei gleichzeitig zu handeln, hier haben wir noch ein kleines Gap, auch noch genau da dran. Aber hier zwei Märkte gleichzeitig im Webinar ist vielleicht ein bisschen too much. Also was ich ja mal machen kann, ist, ich mach mal zurückhaltend hier. So, ja, mach mal hier irgendwie einen Future-Kontrakt von der Seite und wird den halt dann nach oben halt skalieren. Bei der 983, da haben wir halt auch ein Pivot. Von daher, das passt. So, den kann ich mal in Ruhe lassen. Und dann kann man ja gleich mal gucken, was draus geworden ist. So. Aber das ist auf jeden Fall eine Position im DAO, die halt relativ gemütlich auch ein bisschen länger laufen könnte, auch wenn der jetzt hier erstmal ein bisschen auf Krawall gebürstet ist. Aber das ist eine Shortzone, weil sie halt als solche bestätigt wurde bereits, also als Widerstandsbereich, weil dort ein Gap war, wo es dann halt gestern auch nochmal deutlich drunter gelaufen ist. Und von daher ist das völlig legitim, das auch nochmal zu handeln, finde ich. Ne? Nur weil er jetzt gerade steigt, heißt das ja nicht, dass er da durchgeht. Das heißt ja nur, er steigt gerade. Oder besser gesagt, er ist gestiegen. So muss man halt immer irgendwie eigentlich das Ganze ein bisschen genauer betrachten. Ne? So, und hier, wie gesagt, im DAO, das würde natürlich dazu passen. Wobei, aber hat man gestern auch schon gesehen, den DAX shorten kann anstrengend werden. Ja, weil der DAO war irgendwie gestern nur im Tiefflug den ganzen Tag über unterwegs. Oder hauptsächlich, und der DAX klebte nur unter der Decke, ne? Also das hatte irgendwie man auch wieder schön gemerkt, dass einer mit dem anderen so rein gar nichts zu tun, weil das eine ist halt eben der DAO und das andere halt eben der DAX, ne? Und man weiß nie, was die jeweiligen Händler da halt vorhaben. Also hier ist jetzt übrigens der Break-Even von dieser gesamten Nummer. Da gibt es auch nicht mehr als durchgezogene Linie, sondern nur noch hier in klein. Das reicht ja auch, ne? Also man muss ja nicht irgendwie das Riesending da halt drin haben, sondern halt eben dann auch in, muss ja nur wissen, wo das Ganze halt ist, um da halt klar zu kommen. So, dann mal gucken, ob es Sinn macht, hier noch was dazu zu geben. Oder ob wirklich der obere Bereich da halt nochmal ganz angelaufen wird. Mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt, was das wird. Ich kann das Sell-Limit im DAX nicht erkennen. Es gibt kein Sell-Limit im DAX. Schreibt der Sandro. Ich habe keins. Oder was ist gemeint? Ja, ne? Der läuft jetzt halt hier mal durch, so wie es aussieht. Bis zur Oberseite. So könnte natürlich sein, dass er halt irgendwie dann die 30.000er Lust hat, schon mal nochmal anzuklopfen. Kann ja machen. Hier ist es Vortageshoch, ja, bei 30.000 und irgendwie ja, 30.000 ziemlich genau. Daher kann er mal probieren. Warum nicht? Und da muss man halt nur ein bisschen aufpassen, wenn man den halt morgens handelt, dass man halt irgendwie nicht vergisst, dass halt da ja kein Aktienhandel stattfindet. Das heißt, da läuft halt nur der Future. Das ist zwar in der Regel sauberer, aber halt auch schon mal ziemlich illiquide. Ne? Das heißt, da übertreibt es dann auch gerne mal irgendwie so ein paar Punkte. Und da muss man im Zweifelsfall dann halt eben schnell wieder hinterher, wenn jetzt zum Beispiel so eine Position fliegt, als Beispiel, einmal da hoch und einmal wieder runter,
Und dann muss man gucken, dass man schnell halt dann auch wieder drin ist. So, hier rennt der jetzt Richtung Decke. Das finde ich natürlich super. Nicht. So. Aber wenn wir hier das hoch angehen, halte ich es auch für legitim. Mal gucken, wo das Vortageshoch ist, natürlich ein bisschen höher. Hier erstmal nochmal zurück auf den M5. So. Das sieht man jetzt halt so ein bisschen mehr, ne? Da oben halt, genau. Ja, hier, wie gesagt, hier gibt es noch so ein paar Darstellungsfehler, ne? Also jetzt, dass jede Linie durchgezogen ist. Das darf natürlich nicht sein. So, aber halt hier wäre es Vortageshoch, ne? Das muss man jetzt natürlich nicht unbedingt aushalten, sondern hier in dem Bereich wäre es halt wichtig, dass wir da jetzt nicht unbedingt da halt noch großartig drüber laufen, sondern erstmal dann halt da drin bleiben. Wie gesagt, ich will auch hier irgendwie keinen Monster Short, ich will eigentlich nur den Rücklauf wieder da unten in den ersten Support-Bereich und mehr halt eigentlich nicht. Und halte es durchaus für machbar, dass wir den halt auch kriegen. So, der DAX hat hier mal kurz die Oberseite angetestet. Na, da unten liegt noch eine dicke Long Order, wie man sieht. So, das heißt, da sollte man jetzt gucken, dass man den Short erstmal los wird, bis mal geklärt ist. So, raus mit der. Na, das war jetzt die nachgekaufte, mein Break-Even. Das heißt, meine Position ist hier gerade mal 3 Punkte im Minus. Das heißt, ich könnte den hier nochmal machen. Ohne Probleme. Bei der 8,3, da habe ich ja gesagt, das ist die Oberseite von der Zone. Und das hat erstmal gehalten. So. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier nicht irgendwie mich verzetteln mit zu vielen Märkten an der Stelle. Nicht im Webinar. So, der hier sieht so aus, als würde er schon wieder so anstrengend werden wie gestern. Mit allem, was irgendwie short ist. So, das heißt, hier nochmal das Hoch antesten. Das wäre dann aber jetzt halt schon wichtig, dass da jetzt erstmal kein neues Hoch kommt, wobei das natürlich die Vorbörse ist. Das heißt, da war eindeutig weniger Volumen. Von daher kann es jetzt sein, dass es halt nichts nutzt und wir jetzt halt direkt Momente durchs Dach laufen. Würde mich jetzt nicht wahnsinnig wundern. Dann wäre das mal eins von den wenigen teuren Webinaren gewesen. Aber wie gesagt, sofern ich heute da Zeit habe, bin ich mir aber nichtsdestotrotz ziemlich sicher, dass ich das ausgleichen kann. Deswegen ist halt immer wichtig, dass man halt eben wenn man hier solche Webinare macht, eben nicht blind nachhandelt, weil nämlich halt man ja auch gucken muss, wenn man in eine Schieflage gerät, dass man die halt dann auch wieder ausgeglichen kriegt. Und wenn ich halt sage, ich bin mir sicher, dass ich das hinkriege, heißt das aber nicht, dass ich das dann halt irgendwie auch noch dann halt da großartig, ihr merkt, ich gucke hier gerade ziemlich genau, dass ich das dann halt irgendwie dann auch in Form von Live-Trades dann halt irgendwo noch posten. Ne? Also ich fürchte fast, dass hier gibt relativ schnell die Biege nach oben. Und das ist natürlich halt, ja. Das ist natürlich Mist. Das ist natürlich echt Mist. Gucken, der Bereich so genau ist der eigentlich gar nicht. Also weiß ich gar nicht, ob es Sinn macht, hier den Stop auch nur minimal in der Gegend rumzuschieben. Ich glaube es fast nicht. Ja, das ist natürlich dann ärgerlich, ne? Aber okay. Mal gucken, warum bremst der jetzt überhaupt da oben an der Stelle? Bestimmt nicht, weil ich meinen Stop da habe. Sehe nämlich da gerade nicht irgendwie wirklich was. Da ist irgendwie. Gibt für mich jetzt erstmal gar keinen Grund. Aber er tut es, warum auch immer. Warum auch immer. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass das jetzt hier irgendwie großartig, dass sich da irgendwas aufhalten lässt. Im DAX.
Weil gestern war halt, wobei das war halt schon eher squeezig, was der da gestern halt veranstaltet hat, ja, vom Anstieg her. Also das war schon ein bisschen speziell, weil das ging ja irgendwie halt morgens nur rauf und dann halt nachmittags und dann halt nur später dann halt am Stück wieder runter. Hätte man meinen können, okay, bleibt ein Hut, so wie es ist, mehr kommt dann nicht mehr. Aber jetzt kleben wir tatsächlich schon wieder da. Aber gut, muss man halt leider auch sagen, vom Stundentrend war die Tendenz halt schon long. Ich meine, ich wollte ja auch long, ne? Und deswegen habe ich ja auch die Long Levels da eingezeichnet. So, also, und wer ist jetzt Short? Der Hilger. Das ist natürlich auch, wo ich immer so denke, so, hä? Sagst die ganze Zeit, naja gut, solange er hoch will, gehst du long mit. Aber ich habe halt zu früh geschortet, ne? Ich wollte halt hier irgendwie nur eine kurze Gegenbewegung. Die gab es dann halt nicht. Naja, so what? Und das war so ein bisschen der Fehler. Ich frage mich jetzt nur so, warum hält er sich so genau da oben an dem Bereich? Da muss ich ehrlich gesagt gerade. Ach, der Vortagespock ist dort. Ah. Warum habe ich den hier nicht? Weil bei mir irgendwie. Warte mal. Ja, bei mir stimmt hier irgendwie gerade nicht so wirklich was. Okay. Weil ich habe ja irgendwie gerade gar keinen Volumenberg. So, also auch hier wieder das gleiche in Grün, ne? Das heißt, auch hier kann ich jetzt wieder sagen, na gut, ich nehme die paar Punkte hier, die mir hier gerade schenkt, ne, so nochmal halt irgendwie 6, 7 Punkte. Gucken, wie weit wir da kommen. 80. Also erkennt man wahrscheinlich nicht, da jetzt, weil es zu klein ist, so, das sind aber dann nochmal irgendwie gerade 95 €, die ich halt hier gerade nochmal realisiert habe. Ja, und damit natürlich halt hier mein ganzes Szenario halt dann auch verbessere. Ne? Auch wenn jetzt irgendwie der Short nicht wirklich klasse ist. Also ist halt so ein bisschen nervige Position, aber gibt mir jetzt halt eben aber auch die Möglichkeit, wenn ich das halt so mache, dann halt eben nachher auch zu sagen, na gut, dann mache ich den halt da oben halt nochmal. Ne, wenn es jetzt irgendwie als Beispiel kein neues Hoch gibt, dann kann man den ja auch als Beispiel auch mal größer machen. Und ziehe mir das halt so runter. Also Break-Even liegt halt hier. Deswegen ist das Ding jetzt nicht halb so arg im Minus, wie es jetzt hier gerade aussieht. Genau wie im DAO, ne? Der DAO ist ein Plus jetzt hier zum Beispiel. Auch wenn wir halt hier da oben halt knapp an die nochmal dran sind, an die, na, wie heißt das, 30.000. Und von daher, aber ich habe ja dann halt eben auch zwischendurch nochmal nachgelegt. Und deswegen ist der Break-Even gewandert. Ich habe jetzt hier nochmal klein reingegeben und denke mal, den kriegt man aber halt gut aufgelöst. Also sieht man ja hier, es sind die beiden Einzelpositionen. Und ich denke mal schon, dass wir da halt bei dem halt auch nochmal da unten hinlaufen und zumindest mal hier auf den Peak, da waren wir schon. Aber dann halt hier nochmal in den letzten Widerstandsclusterbereich, so hier 917, so in den Dreh rum, das wird schon Sinn machen, da nochmal hinzulaufen. So, und der DAX könnte sein, dass der noch ein bisschen braucht. Gucken, wie sieht denn die Stunde aus? Ja, die sieht so ein bisschen wüst aus, ne? Der ist halt echt, also das, was ich halt gerade meinte, ne? Der ist natürlich, von daher ist das legitim, auch mit Long, hier aufsteigende Tiefs, aufsteigende Hochs. Das ist halt nicht unbedingt Short, ne? Und egal, was man jetzt irgendwie davon hält, von dem deutschen Markt da halt überhaupt, also ich ja bekanntermaßen auch nicht so wahnsinnig viel, aber das ist halt momentan der Trend, wobei der jetzt hier schon recht flach ist, ne? Und die Geschichte halt eigentlich mal rein von dem hier jetzt, ohne halt Ideen irgendwo zu pflanzen. Aber wenn man sich das mal so anguckt, dann sind wir da schon fast wieder im Bereich von der Flagge, die sich da halt irgendwie aufbaut, ne? Und das heißt, die löst dann eher nach unten wiederum auf. Aber aktuell sind wir erstmal long. Und von daher muss man da mit Short bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen demütiger umgehen und nicht irgendwie halt dann sagen, boah, der fällt sowieso. Kann, wie gesagt, teuer werden, ne? Vor allen Dingen, wenn man halt zu früh shortet.
Dann halt erst recht. Also hier sieht man jetzt erstmal ganz gut, wir bleiben jetzt erstmal in dem Bereich halt hier drin und schätze schon, dass ich den halt auch hier noch vernünftig mit Gewinn, mit ordentlich halt auch rauskriege hier den Short und nicht nur irgendwie gerade so, aber es kann jetzt halt einfach so ein bisschen dauern. Und damit widerspreche ich eigentlich dem, was ich vorhin gesagt habe, wo ich halt meinte, dass das Vorteil bei Scalping ist, man ist einfach nach 5 Minuten raus. So viel dazu. Ach ja, warum soll es denn auch mal einfach sein? An der Regel ist es halt so, ne? Aber was ich halt echt geil finde, ich kann es nicht anders sagen, ne? Das Ding hier, vorher noch erklärt und gemacht und getan und gezeichnet. Und dann halt hier wegen zu wenig Kaffee oder was auch immer. falsch aufgelöst, statt einen Teil drin zu lassen. Ach ja. So, ich hoffe, ihr seid alle long da unten bei der 338 in Gelb und lacht euch jetzt kaputt über meinen Shortmist hier. Nelson, sag was. Der Nelson ist gar Der nicht mehr Walde, da. der doch, ich bin da. Der Waldemar schreibt, hör auf mit den schrägen Linien. Ja, ne? Das ist nichts für mich. Nein, ab und zu male ich mir ja auch mal irgendwie schräge Linien. Jetzt freuen die sich hier noch, ne? Ist klar. Ja, super. Nein, ich krieg das hin. Jede Wette. Also nicht jede Wette, ja, aber die Chance ist schon recht groß. Nur ist natürlich jetzt halt, ja, hier bewegt sich ja erstmal nichts, ne? So, aber ich würde, wenn ich jetzt hier allein wäre, ganz ehrlich, würde ich sagen, gut, ich schmeiß den hier nochmal da drauf, hier nochmal eine Position, baue die da oben nochmal aus. Wenn die da oben nicht geht, fliegt die da oben wieder raus, gucke mir an, wie der da drüber reagiert und so weiter und so fort. Gib die wieder rein, gib die wieder raus und irgendwie kriege ich das Ding dann halt auch zurechtgezuppelt. Aber das ist halt, wie soll ich sagen, wenn man gegen die Richtung ist, das hat auch nichts mit Rechthaberei zu tun, kann aber schnell auch mal missverstanden werden. Ist es aber nicht, ne? Weil ich sage ja auch, okay, das Ding ist erstmal long und ich muss auch meine Reißleine ziehen. Und auch wenn das jetzt hier erstmal mehr kosten würde da oben, dann ist es halt so, ja? Und da muss ich halt mal irgendwie nachher die Füße stillhalten und dann halt mal gucken, wo ich dann halt dann einfach den besseren Einstieg nochmal kriege. Und es wird einen besseren geben. Weil schlechter als der hier geht schon fast nicht mehr. Ne? Auch wenn das jetzt hier die rote Zone ist. Aber der Markt ist halt nicht short. So. Und deswegen sage ich ja halt auch, ne? Das kann mit Recht haben, nichts zu tun zu haben. Das ist nur eine Möglichkeit, wenn wir jetzt halt hier noch eine schnelle Biege kriegen, bevor jetzt die Stunde halt irgendwie abschließt und wir als Beispiel noch als Kasa-Doji hier rausgehen, ja, dann habe ich hier noch einen schicken Trade gehabt. Ansonsten muss man dann halt auch das Risiko dann auch irgendwann reduzieren. Deswegen liegt auch hier zum Beispiel eine Stop-Order, ja. Also ich sage ja, so würde ich das machen, wenn ich jetzt hier keine Zuschauer hätte. Deswegen liegt auch da eine Stop-Order, weil erstmal rausgeben, ich kann auch den Stop noch weiter wegziehen und dann nach oben das Risiko minimieren und dann halt oberhalb auch wieder reingehen. Ne? Und aber jetzt, was ich zum Beispiel halt nicht gut finde und auch nicht mache, also wirklich nie mache, das ist halt so sagen, boah, der kommt schon runter, dann mache ich hier oben mal noch einen Short und dann, wenn der nicht hält, ja, dann mache ich da noch einen und hier auch noch einen und ja, wird schon gehen. Das ist kein Fall, ne? Weil das ist echt tödlich. Und lieber auch irgendwie ausstoppen lassen, ne? Und wieder reingehen, als halt irgendwie nachher so ein, haben wir alles schon gesehen, ne? Squeeze 1000 Punkte im DAO letztens in 11 Minuten. Wenn man da drin ist, mit der entsprechenden Position in der falschen Richtung, herzlichen Glückwunsch. Das muss nicht sein. Dann lieber halt irgendwie rausfliegen, auch wenn man mal irgendwie gefischt wird. Egal. Du sagst, der Markt ist long. Warum willst du denn überhaupt short? Ich wollte doch nur hier eine kurze Gegenbewegung haben. Ne? Weil ich habe ja gesagt, ich lasse nicht laufen. Also fragt der Sandro hier gerade. Sondern es geht ja nur, wir sind ja erstmal, der Trend ist zwar long, so, aber ich habe ja auch gesagt, da oben gehen die Käufer aus.
Und das heißt, wir sind eigentlich hier seitwärts mit Tendenz long. Der Markt ist nicht klar long, also nicht mehr hier oben. Und rein vom Trend her natürlich schon, ja, aber gestern wollte keiner mehr da oben drüber kaufen. Immer wieder wird runter geprügelt, ja schon die ganze Zeit, ne? Das sieht man ja hier. Runter, da runter, da runter. Wir machen zwar keine neuen Tiefs, aber kaufen wollte da oben bisher keiner, ne? Und von daher finde ich es halt auch völlig legitim, darauf zu bauen, dass wir erstmal seitwärts bleiben und eben nicht nach oben wegrennen. Das finde ich jetzt nicht so wirklich falsch, vom Ansatz her. Ja, viel Arbeit ist das genau, wenn man halt so ein Ding halt dann irgendwie managen muss. Das stimmt leider. So, der DAO, der klebt auch auf der Stelle. Na, guck mal. Also der ist sowieso, das ist irgendwie meine Gelddruckmaschine die letzte Zeit. Also mit dem verdiene ich irgendwie nur Geld. Und der DAX macht mich nur irre. Es momentan echt. So, ne, weil der klebt jetzt halt einfach mal hier fest. So, und der hat schon wieder hier die Teilposition. Ne, es war auch nicht viel, ne, aber jetzt hier so ein paar Punkte. Aber es waren halt eben ein paar Punkte, 10 Punkte oder so. Die ist halt schon wieder in den Gewinn gelaufen und der DAX 2 Punkte rauf und runter hier gerade. Ne. Das ist halt so ein bisschen das Schwierige. Deswegen, aber ich glaube nicht, dass jetzt hier, wenn der so jetzt mit der Stunde endet, knapp über 400 in dieser Range, die wir halt hier haben. Da brennt da wahrscheinlich erstmal auch nicht viel an. Also kann mich täuschen, aber also stehen auch hier jetzt auch so, beziehungsweise kleben eigentlich am Pivot halt fest. Ne? M5 stehen wir jetzt zwar drauf, aber in der Stunde, Tag betrachtet, kleben wir da. So, und passiert nichts. Und sowieso das Maximum wäre dann halt eh oben die Zone, ne? Also dieses Corona-Gap, was ich ja eben auch gezeigt habe. Und das wäre dann halt so das Maximum. Wenn man halt irgendwie dann Big Short suchen will, dann wäre natürlich dann oberhalb zu suchen. Hier ist ja nur Scalping. Aber das hier ist nicht mehr Scalping, das ist Stillstand. Das ist natürlich jetzt tödlich, ja? Also für Scalping ist halt echt der blanke Horror. Das ist halt wohl auch klar. So, DAO würde ich jetzt halt hier, ne, das gleiche in grün. Ja, komm, das lohnt sich noch nicht wirklich wegen den 2 Punkten. Da bewegt sich auch noch zu wenig, da muss man wahrscheinlich ein bisschen warten. Und wo ich das Volumen her habe, das ist von FX Flat. Das heißt, das ist ja hier ein Future-Konto. Ich handle zwar hier CFDs, aber das ist der Future, der dahinter liegt und wo auch das Volumen herkommt. Und das ist halt gemappt. Sowas kann der Stereo-Trader. Deswegen ist halt hier möglich, dann halt auch das Orderbuch dann halt einzublenden und eben drüber zu legen oder halt hier die Volumenglocke und so weiter. Das ist natürlich dann halt alles aus dem Future. So, aber ich glaube, das während dem Webinar hier wird das irgendwie nicht mehr fertig. Stunde steht da oben rum. Ich würde gerne nach oben ausbrechen. Ob sie das tut, weiß nur der Knut. Ja, gut. Und jetzt? Nelson, was machen wir? Webinarverlängerung 2 Stunden. Ich habe eigentlich noch einen Termin gleich. Von Oder mir aus. sagen, nee, ich habe einen Steuerberater. Steht mir noch auf der Matte. Von daher ein bisschen ungünstig. Ja, 2 Stunden Webinar. Nee, nee, das machen wir nicht. Aber ich bleibe jetzt mal hier noch irgendwie einen Moment dran. Also, ich kann das ja mal machen. So.
Also hier oben, ich würde Short reingeben, ich würde Short rausgeben. Ja, das wäre halt der normale Ansatz. Das heißt, hier war ich jetzt ein bisschen langsam, aber wir reden halt auch hier über einen DAX, nicht über einen DAU. Das heißt, boah, da ist der Spread ja teilweise größer als die Kerzen. Von daher muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber das wäre halt so, wie ich es normalerweise machen würde. Hier Short rein, geht nicht, Short raus. So, 10 Punkte. Ne, nicht mal, 7 Punkte. Und von daher, und so kann man sich das halt, natürlich sollte man schon mal irgendwann auch richtig liegen, ne? Also beziehungsweise irgendwann halt das, was man vorhat, dann auch passend beantwortet werden vom Markt. Und ansonsten muss man halt auch mal sagen, ja komm, das hat keinen Sinn, ne? Und weil der jetzt halt ganz oben durchballert, wäre natürlich ganz schlecht. Aber so kann man sich das dann halt entsprechend halt dann auch mal eine Zeit lang, soll es nicht übertreiben, aber mal eine Zeit lang antun. Und es ist jetzt wie gestern bei mir halt DAU plus immer. Ich glaube, auch wenn die Statistik hier von gestern nicht ganz stimmt, ne? Ah, nee, die ist nicht mehr. Ja, nee, die habe ich vorhin gelöscht, schade. Ich mach mal, Session müsste doch eigentlich noch da sein. Ja, hier gab es zwar auch mal kurzen Knick, aber nur rauf. Und der DAX irgendwie komplett andere Richtung. Also, ach ja. Das liegt natürlich aber auch daran, weil halt der DAX halt auch einfach teurer zu handeln ist. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Also im DAX irgendwie knapp einen Punkt als Spread, im DAU einen Punkt als Spread und der DAU hat natürlich eine Vola, die ist dreimal so hoch. Und von daher ist das natürlich wesentlich einfacher, beziehungsweise wesentlich günstiger dann halt auch zu machen. So, was ist jetzt hier? Kriegen wir die noch da oben? Jo, ist drin. So, jetzt dürfte natürlich dafür kein neues Hoch machen, ne? Aber der DAX macht ja dann grundsätzlich irgendwie ein, zwei Punkte drüber und kommt dann doch runter. Von daher, ja, wäre das jetzt auch noch normal, nur da einmal, ne? Und dann jetzt doch nicht weiter. Aber trotzdem, ne, hier ein bisschen Respekt vor dem Markt darf man schon haben, deswegen liegt da oben halt auch die Stop-Order, um halt eben diesen Short dann halt wieder loszuwerden, wenn es doch nicht geht. Ne? So, gehen wir auf Minute. Aber bis jetzt war es der Klassiker. Ne? Bis jetzt. Also, das heißt, hier, wenn man da mal hinguckt, da war das alte Hoch. Da sieht man nichts. Machen wir Licht an der Linie hier. So. Ne, ein Tick irgendwie drüber. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Und wenn nicht, wie gesagt, dann geht da oben halt die gleiche Size dann halt auch wieder raus. Und deswegen würde ich das halt genauso normalerweise halt auch machen. Und weil auch hier, auch wenn die Stunde jetzt erstmal so strong long aussieht. Mal abwarten, ob das wirklich so sein wird. Oder ob wir nicht doch nochmal ein bisschen korrigieren. Weil wir kleben halt hier oben natürlich jetzt halt auch an dem Value Area High. Von daher ist es natürlich auch legitim, da halt zu shorten, beziehungsweise auch wenn er jetzt als Beispiel drüber laufen würde, sobald er dann halt auch wieder reagiert und keine Käufer mehr nachkommen, auch nochmal zu shorten. Völlig legitim, wie ich finde. Und hier, das meine ich halt, ne, das ist ein DAX halt echt vom Scalping halt schwierig, weil der Spread da halt einfach echt mit, also natürlich nichts gegen FX Flat an der Stelle, um Gottes Willen, da können hier nichts dafür, aber generell ist ja halt auch, im Future habe ich ja das gleiche Problem, ne? Also da habe ich dann halt irgendwie zwar noch minimal weniger, aber halt gemessen an der Vola, also es ist halt einfach Mist, ne? Und wenn man das Ding dann halt irgendwie handeln soll, so, ne, hier muss man halt gucken, geht das Ding, geht nicht. Hier den würde ich jetzt dann halt auch näher ziehen. Das heißt, falls er jetzt doch oben rausgeht, so, geht aber, das heißt hier, zack, raus, fertig. So, ist die Position jetzt wieder weg.
Mal gucken, ob er das gerechnet hat. Das waren jetzt irgendwie nochmal 180 Euro. Ne? Und so kommen wir der Sache näher und näher. Hat er den berücksichtigt? Habe ich jetzt nicht so wirklich. Doch, ich glaube ja. Doch, das muss ich nachher mal kontrollieren. Also, wir werden jetzt hier auch so ein bisschen Zeuge von Alpha-Testing, ne? Weil ich muss es ja so machen. Ich muss ja irgendwie im Live-Konto auch Sachen natürlich testen, jetzt nicht unbedingt in der Size, aber ich finde, das hat jetzt alles hier völlig im Rahmen. Ne? Also hier oben, wenn man sich das jetzt mal anguckt, ne, da war vorhin der Stop. Moment, da war er. So, mit irgendwie habe ich gesagt, 1000 Euro Risiko ist okay. Jetzt sind wir in der Stop mittlerweile hier oben und beziehungsweise selbst wenn wir hier bleiben, sieht man jetzt hier an der PL, ne, also das Risiko ist schon halbiert mittlerweile. Und so kann es natürlich jetzt auch weitergehen. Ne? Also mit genau diesen Geschichten, wie jetzt hier. Das hier fand ich völlig legitim. Auch hier, die finde ich immer noch in Ordnung. Deswegen habe ich die auch erstmal nicht angepackt. Und weil, ob er jetzt diesen Support hält oder nicht, das werden wir gleich sehen. Ich schätze aber schon, dass wir hier jetzt erstmal zum Point of Control halt laufen. Solange da oben halt das Hoch nicht gekauft wird. Das heißt, Rücklauf hierher ja, und dann halt mit der Positionsgröße wäre dann halt die wieder raus und dann ist die Position hier halt auch schon, wäre da auch schon im Gewinn. Also das, ne, es sei denn, da geht jetzt irgendwie doch direkt da oben durch, aber sah jetzt erstmal nicht so aus. So, hier steht auch alles still. Lassen wir das mal noch irgendwie kurz in Ruhe und gucken wir, ob es noch vernünftig aufgeht oder nicht. Ja, aber wie gesagt, deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, ne, wenn ich alleine wäre, würde ich es so machen. Und jetzt hat man auch gesehen, dass so falsch ist die Idee nicht unbedingt. Ne? Und genauso kann ich jetzt auch hier, jetzt kann ich, er hat vorhin hier einen Punkt gefischt, ich kann jetzt auch den Stop wegziehen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ne? Da oben bin ich immer noch bei meinem ursprünglichen Risiko, weil ich halt eben hier diesen den hier vorhin kurz geschortet habe und auch aufgelöst habe. Und deswegen kann ich mir das hier auch erlauben. Ich könnte jetzt auch hier diese nochmal, mal gucken, macht jetzt nur irgendwie gerade, streitet auch, steht auch noch still. Halte natürlich immer schon so ein bisschen im Auge. So, aber was jetzt hier auch geht, ups. Und dann aber halt eben, na, ist jetzt nur noch die Hälfte von dem, was da halt hier vorhin drin war. Nochmal kleines neues Hoch, den kann ich auch ausstoppen lassen. Der kann schon nicht mehr so viel kosten, wie die Position eben halt eingebracht hat. Von daher auch legitim. Vor allen Dingen halt auch rechnerisch ja auch darstellbar. Da mal gucken, das war nochmal irgendwie ein Tick höher. Kann genauso gut sein, dass der auch wieder runterkommt. Ich hätte den DAO handeln sollen. Habe ich ja morgen echt noch überlegt, Nelson, ne, ob ich überhaupt den DAX hier machen soll, wenn ich gleich auf den DAO gehe. Manchmal sollte man auf den Bauch hören. Ja, ich habe echt ich hab für morgen da irgendwie... Was? Orkan würden die Haare zu Berge stehen. Warum? So viele Haare hat der Orkan gar nicht. Ja, das ist ja halt, also ich finde, da spricht relativ wenig dagegen. Also ich bin damit letzten Monat ganz schön gut gefahren, ne? Und mit dieser Herangehensweise. Von daher kann das alles so falsch gar nicht sein. Genau, also der DAO steht rum. Gut. Soll er rumstehen. Aber wir haben doch einfach. Es ist doch einfach nur seitwärts. Die Frage ist doch jetzt nur schon wieder, wann kommen wir denn wieder halt dahin zurück? Die Frage ist nicht, ob. Also das ist halt, aber von daher, es hat, darf ja auch jeder seinen eigenen Ansatz haben. Das ist ja auch völlig legitim. Aber auch wenn das hier manchmal ein bisschen Arbeit ist, aber in der Regel verdient man eben Geld damit und auch nicht zu wenig. So,
Mir stehen da eher die Haare zum Berg, wenn ich mir den DAX angucke. Das ist schon wieder. Es klebt fest. Der klebt einfach wieder. Und wenn das so eine Nummer wird wie gestern, dann laufen wir dann halt ein bisschen hoch und kommen dann nachher doch wieder ganz runter. Also das Einzige, was mich jetzt hier so ein bisschen stört, also was heißt stört, ist ja, Gottes Willen, mich stört der DAX ja nicht. Aber was natürlich halt relativ gesund ist, für Long ist natürlich halt dieser Peak, den wir eben da unten gebaut haben. Also das heißt, die kleine Konsolidierung, das ist natürlich dann halt schon soweit okay. Und von daher kann das dann entsprechend auch dazu führen, dass es halt mal noch ein bisschen länger halt, dass er ein bisschen länger durchhält. Aber das hier kann man jetzt halt einfach auch nicht mehr handeln. Ne? Das ist halt hier 2 Punkte rauf und runter. Das ist natürlich ziemlich witzlos, wenn da halt nicht mal eine vernünftige Bewegung kommt. Und weil da kann man dann irgendwie fast nur sagen, ja gut, dann halt im Zweifelsfall das Risiko irgendwie halbieren, Stop weiter weg und dann halt irgendwie gucken, was da halt geht. So, kaum habe ich mit ihm geschimpft, kriege ich hier ein paar Punkte mehr. Das ist doch auch gut. Habe ich auch nichts dagegen. Sagt man eigentlich den 15? Die 5, okay. Aber so wirklich nach kommt in keine Richtung irgendwas. Und der hängt einfach nur hier oben in dem Bereich fest. Genau. Ja, ich bleib mal noch ein bisschen online hier. Noch ein bisschen. Kann mein Telefon hier im Auge behalten. So. Ja, aber zumindest hat es ja auch mal gezeigt, wozu die neuen Funktionen gut sind. So, ich lese nur gerade so ein bisschen die Kommentare. Es sind ja noch ganz, ganz viele da. Das ist ja auch schön. Ihr habt ja eh alle nichts zu tun. Von daher könnt ihr auch hier bleiben. Der Nelson ist auch froh, ne? Der muss dann auch nichts an. Obwohl, der Nelson, der muss mich ertragen. Der denkt auch so, oh nee, der Hilger. Ich laber hier schon wieder 2 Stunden am Stück. Nein. Niemals. Nein, ich weiß. Nelson hat mich gern. Ich den Nelson auch. Das ist schön. Daher dürfen wir uns auch solche Späßchen erlauben. So. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Auf jeden Fall das hier, ne? Also ich denke mal, man versteht das ja halt auch, ne? Also die jetzt zum Beispiel halt dann nur irgendwie CFDs im MetaTrader handeln, die werden sich fragen, hä, warum liegt denn jetzt oben, wieso will er da oben long gehen? Nein, ne? Das hier, das ist letzten Endes ist eine Buy-Stop. Wir müssen nochmal auch kurz zu erklären, für einen Future-Händler ist das klar. Weil da oben würde einfach nur meine Verkaufsposition reduziert werden. Ich gehe da oben nicht long. Ne? Also deswegen bin hier short gegangen. Und da oben, das war quasi dann halt der Stop für den zusätzlichen Short. Ne? Für den, um das Risiko dann halt wieder rauszunehmen. Das ist der Grund, warum da oben die Order liegt. Oh Mann. So, jetzt haben wir 423, 3 Punkte rauf und runter, hurra, 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 hurra. Guck das doch. Ja Gott, ey, da wird doch wohl hier den Supportbereich. Ich hänge da unten aber auch im Stuhl drin, ne? Ich sehe mich ja die ganze Zeit gar nicht selbst. Da kann man ja schon mal irgendwie Schieflage kriegen bei dem Markt. Ach ja. Hey, vorher, Dow ist immer noch 7 Euro plus. Tja, was soll man dazu noch sagen? Ne? Es klebt halt. Also, ich hätte ihn eigentlich hier schon wieder rausgeben müssen. Aber gut, noch sind da oben die Hochs.
nicht gekauft und ich rechne immer noch damit, dass wir zumindest mal da mal kurz nochmal Hallo sagen, also hier am Pivot, ne? Weil halt hier auch die letzten Supports waren. Also ich meine, ganz genau betrachtet sind natürlich jetzt hier die letzten Supports. Könnte natürlich auch schon ausreichen, da halt mal irgendwie kurz hinzudippen, aber die beiden Bereiche auf jeden Fall. Und generell aber hängen wir halt auch hier in diesem Widerstandsbereich fest, den ich da halt am Anfang gezeichnet habe. So, und der M5 sieht so aus. Tja. Steht rum, hängt wie so eine Schmeißfliege unter der Decke. So, da auch nicht viel anders. Ja, aber das Problem ist halt einfach, solche Geschichten, die dauern halt, ne? Das ist halt einfach echt das Nervige. Irgendwann gibt es einen kurzen Ruck nach unten, da muss man halt nur gucken, dass man da nicht schon eingeschlafen ist und damit man halt entsprechend halt auch auflösen, drehen oder was auch immer halt machen kann. Ja. So, wenn man das mal ein bisschen kleiner macht, also hier ein bisschen was ich übrigens immer, Moment, ein Satz nach dem anderen. Also wenn man das kleiner macht, sieht man halt auch ein bisschen den Gesamtüberblick. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, was ich gerne mache, ist halt immer auch mal eine ganz andere Perspektive. Das heißt, ich habe halt immer noch das iPad oder das Handy und gucke mir das dann halt einfach mal irgendwie ohne den ganzen eingezeichneten Firlefanz dann halt mal an, um dann halt auch nochmal ein bisschen besseren Überblick übers Bild zu kriegen. Und das hilft echt. Das hilft echt viel, weil da guckt man manchmal drauf und denkt so, ach, sag mal, hast du das nicht gesehen? Also, so 18 Minuten ist um. Gucken, wie sieht man im 15, er hängt auch einfach nur fest, weder long noch short, könnte aber auch halt tatsächlich nochmal irgendwie hier sogar bis auf die 400 mal unten in dem Bereich da halt mal irgendwie Anschluss suchen. Oh, die Farbe ist natürlich hier ein bisschen speziell, sorry. Aber auch in dem Bereich da einmal kurz unter die drunter. Würde jetzt auch nicht wahnsinnig wehtun, finde ich. So, aber jetzt gucke ich erstmal den oben diese Teilposition. Wie man die jetzt halt da rauskriegen. Also hatte ich ja gesagt, ne, das wäre eigentlich so der Bereich, wobei man gucken muss, ob nicht der hier auch schon irgendwie ausreicht. Wo diese war hässlich. So, ne? Und das wäre dann halt auch hier nochmal die Unterseite von dem Widerstandsbereich. Da kann man jetzt gleich mal gucken, geht die dann halt durch oder halt nicht. Und so, dass man dann dort halt entsprechend rausgehen kann. Aber schickt mir natürlich uns einfach hier, das könnt ihr jetzt eigentlich mal machen, halt so hier auch so, damit unser Webinar halt auch noch schick endet, jetzt einmal hier runter tippen, am besten dahin, auf den POC. Und dann wäre die Nummer nämlich hier sauber beendet. Vielleicht macht das ja. Nelson, pack mal irgendwie das große Future-Konto von FX Flat aus und verkauft doch mal bitte 200 F-Dachse. Das kann ich auch mit meinem Konto machen. Achso, ja, dann mach das doch mal gerade. Ich kaufe sie auch wieder ab da unten. Cool, 200 kriege ich hier nicht rein. Das wird eng. Ja, Herrgott. Ja, das kann alles nicht wahr sein. Meine Güte, ey, jetzt haben wir hier echt eine Range von was? 7 Punkten? Mensch. Das ist natürlich echt ein bisschen zu bitter. Also man kann es auch übertreiben, ne? So mit Mangelwohler, aber ey, 5-7 Punkte muss jetzt auch nicht sein. Das ist ein bisschen übertrieben. Das Ding hier, da braucht er mal noch eine Antwort irgendwie nach kurz nach unten. Das kann doch nicht wahr sein, alles.
Ich bin ja durchaus geduldig, aber wenn ich mir hier die Teilnehmerzahlen angucke, das wird, also es sind schon noch fast alle da, muss man sagen, aber so der ein oder andere sagt dann jetzt natürlich dann auch so nach irgendwie 90 Minuten, boah, ich glaube, ich gehe mal an die frische Luft oder so. Das kann ich übrigens auch, fällt mir gerade ein, ne? Ich habe nämlich mein Handy hier in mein OBS-System mit eingebunden. Das heißt, ich kann aufstehen, kann mit dem Handy durch die Gegend laufen und kann mit der Handykamera meine Webinare machen gleichzeitig. Gut, ne? Ich will es aber jetzt nicht ausprobieren, nachher bricht ja alles zusammen. Vor allen Dingen nicht halt mit dem Trade. Aber theoretisch geht es. Also ich werde das demnächst auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber wir haben ja sowieso so ein bisschen Stotterbild, ne? Bei GoToWebinar. Das ist ja nie so ganz flüssig. Es wird aber besser. Ja. Das liegt aber nicht an mir, das liegt an GoToWebinar. Die kriegen da irgendwie ihre Bandbreite nicht so wirklich auf die Reihe. Weil wenn ich halt YouTube Livestreaming mache damit, das ist halt super flüssig. Da ruckelt nix. Da, Gott, DAX. Komm schon. Ein kleiner Ruck. Kann ja nicht zu viel verlangt sein. So. Ja, gut, der braucht noch ein bisschen. Das wäre jetzt aber so, die muss ich jetzt nicht unbedingt in dem Webinar noch loswerden, ne? Weil der DAO, der ist im Zweifelsfall, da braucht er dann halt irgendwie noch dreimal länger. Den würde ich mir hier oben wirklich zusammenbauen und dann halt gucken, wann ich den auflöse. Aber mit dem habe ich jetzt irgendwie wenig Eile. Zumal, ach, hier, 5 Punkte minus, das ist ja nichts. Aber der hat deutlich mehr Potenzial nach unten als der DAX. Und da ja beide schon irgendwie korrelieren, müssen ja eigentlich auch beide aufgehen. So, jetzt kommen wir hier aber hin. So, jetzt gucken wir uns die gelben mal an. So, ich ziehe jetzt den Stop von der halt auch hinterher. Und wenn wir jetzt da durchlaufen, ist fein. Und wenn nicht, dann eben nicht. So, aber den haben wir zumindest dann halt auch schon nochmal. Dauert mir schon fast zu lange, ne? Komm, raus. Nochmal 100 € hier in den Topf. Na, sieht man, genau der war jetzt halt der letzte Support und der Break-Even wandert höher und höher. Und wie man halt hier sieht, ne, obwohl der Markt auf der gleichen Stelle steht, sind wir jetzt halt hier nochmal 100 € besser. Obwohl der Entry selber, ja, gefühlt im Nirvana mittlerweile halt liegt, ne? Aber macht ja nichts, weil hier mein Break-Even, der wandert höher und höher. Ja, durch die ganzen Skalierungen eben. Von daher glaube ich, also, wenn wir irgendwie, es wird ja immer gefragt, so irgendwie Skalierung, so, hä, wie ist das gemeint und machst du da und haben wir dann halt auch vielleicht hier auch mal ein Beispiel. Wie das funktioniert, ne, wie man das machen kann. So, jetzt bin ich mal gespannt. Mit dem Support hier, also eigentlich, ne, wenn man sich das jetzt halt mal so richtig, richtig anguckt, der letzte wirkliche Support, der ist da, ne? Und das hier, klar, das hat zwar ein bisschen gehalten hier, genau wie das. Das hat ein bisschen gehalten, aber Support ist was anderes, ne? Trotzdem muss man sich solche Bereiche jetzt schon im Auge behalten, aber das kann genauso gut sein, dass wir jetzt von hier nochmal an die Eröffnung laufen, also in diese Zone. Also da wollte ich ja ursprünglich ja auch hin, ne? Mit dem ursprünglichen Short wollte ich woanders hin. Da wollte ich da unten hin, stimmt. So, aber von hier wäre jetzt eigentlich richtig in Anführungszeichen, wenn wir nochmal hier das, was ich da in Rot eingezeichnet habe, auf diesen Bereich halt nochmal laufen. So, weil da sieht man jetzt zumindest mal hier Widerstand, 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 gekauft. So, zwar einmal kurz bestätigt, aber wenn es sowas wie einen Support hier im Mittelfeld gibt, dann ist es der hier. Dann ist es nicht das Gelbe, dann ist es nicht die 400, sondern ist es das. Und da liegt auch passenderweise, ich jetzt hier, nee, doch, genau, da liegt der VWAP auch noch dabei. Also letzten Endes halt hier ein Rücklauf zur
Eröffnung. Das wäre jetzt halt eigentlich so die schlüssigste aller Bewegungen. Trotzdem kann es natürlich jetzt sein, dass das jetzt halt, ne, dieser Bereich, den ich ja gerade auch eingezeichnet habe und gezeigt habe, der hier, dass der jetzt erstmal noch hält, wir dann nochmal oben versuchen und dass der sich so höher hangelt. Aber was man halt hier sieht, ist, dass halt einfach vom Bild her nichts mehr klar ist, außer halt hier oben der Widerstand, aber hier dazwischen halt nichts. Und deswegen gehe ich schon davon aus, dass wir halt tatsächlich auch nochmal hier bis unter die Eröffnung dippen. Und das heißt also nochmal auf die 386, also unter die 400. Nur jetzt nicht unbedingt tatsächlich in der nächsten Viertelstunde hier. Das glaube ich jetzt auch nicht. Also das kann noch ein bisschen dauern, aber das kommt, ich will jetzt nicht so sagen, das ist sicher wie das Amen in der Kirche, aber ich bin mir schon recht sicher, dass das halt nochmal der Fall sein wird, recht zügig. So, und das hier ist alles nur so temporärer Kram erstmal. Was habe ich denn hier für komische Linienfarben? Das ist schon ein bisschen abgefahren. Gut, aber ich glaube, wie gesagt, jetzt hier, was geht denn jetzt ab? Okay, Dow am Vortageshoch, sehr schön. So, den kann man doch hier wunderbar, würde ich mal behaupten, zusammenbauen. So, so und der DAX zuckt natürlich mit, ist klar. Und deswegen halt, ne, das dauert. Kann jetzt einfach dauern. Und der kann jetzt auch nochmal so ein Gebilde hier machen, nochmal ein Stück höher. Aber das sind halt alles, das ist halt alles viel zu flach, um da halt jetzt irgendwie großartig dran aufzusetzen. Guck mal hier, ne, hat 1,5 Punkte vor dem Break-Even gedreht, das ist natürlich auch mies. Okay. So ist es halt. So, aber ich hätte es gerne zu Ende gebracht. Aber der DAX will irgendwie nicht mehr als hier 10 Punkte rauf und runter. Von daher wird das wohl jetzt hier nicht mehr funktionieren. Aber ich glaube halt so die Herangehensweise hat man ja verstanden. Das wäre vielleicht auch mal ganz gut, das mal zu zeigen. Wie weit kann der Dow noch nach oben? Ja, liebsten gar nicht. Also, was heißt können, ne? Das ist halt, also die Frage ist halt, was will er denn treiben? Also den jetzt nochmal irgendwie komplett hier zu besprechen, weiß ich nicht, ne? Ob das halt irgendwie eine gute Idee ist. So, aber der ist hier noch, den habe ich ja gerade sehr, sehr moderat hier drin. Also da gehe ich normalerweise auch bis mit 50 Kontrakten. Bin jetzt gerade bei 15. Deswegen ziehe ich da auch ganz motiviert gerade den Stop durch die Gegend. Und also bitte nicht nachmachen. Aber da habe ich ja gesagt, ich kaufe mir den halt hier, den decke ich mir halt hier langsam ein. Und weil der halt eigentlich Schluss hat an dem alten ATH erstmal. Ne? Ich habe jetzt nur leider hier kein Bild mehr, hat man ja vorhin gesehen. Mir ist das Live-Chart-Bild ist mir halt abgehauen. Und so, ich gebe hier nochmal einen dazu. Das heißt also die 8,9. Ne? Das heißt, da liegen wir da oben in dem Bereich da irgendwo. Also da. Ja, da oben irgendwo blau ist. Also das wäre so das Maximum. Ne? Und wo der halt nochmal hinlaufen könnte. Aber da ist jetzt erstmal hier Psycho angesagt an der Linie. Und also an der 30.000. Und hier sieht man DAX auch gerade wieder. Ne? Wo ich gerade gesagt habe, das Einzige, was klar ist, sind halt diese Hochs. Ne? Die sind halt relativ klar abgegrenzt. Das hier ist alles Filifanz. Also, und was halt auch klar ist, ist, wir müssen noch mal kurz so zeigen, im großen Bild hier, ja, nicht im großen Bild, sondern im größeren Ausschnitt. Ja, wenn man das halt mal sich so anguckt. Ein bisschen gerafft hier, die Nummer. So, nochmal. Dann sieht man hier, das ist schon irgendwie ein klares Level. Das sieht man auch davor schon, ne? Da, in dem Bereich. Dann hier gehandelt, 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 gehandelt. Widerstand, beziehungsweise Eröffnung, dann gekauft. So, das ist ein relativ klares Level. Hier ist gar nichts klar. Da auch nicht. Das ist nur doch darauf, unten runter und umgekehrt.
Und hier oben ist ebenfalls klares Level, halt dieser Widerstand, den wir eben halt auch geschortet haben, beziehungsweise den ich eben geschortet habe. Und deswegen ist das auch handelbar, ne? Und beziehungsweise deswegen muss man sich da nicht allzu viel Kopf machen. Oh, vielleicht wird es ja doch noch fertig hier im Webinar. Moment. Die Motivation weiter so anhält. So. Und Dauer kann man übrigens genauso, ne? Das heißt, hier will ich es auch, der ist schon wieder im Plus. Zack, nochmal zwei raus. Raus. So. Und guck an. Wir sind hier im DAX. Fast im Plus. Na komm schon. Yay. So. Jetzt mal gucken, ob wir da halt da direkt runter. Enjoy the moment, würde ich dann was sagen hier. Es war kurz im Fluss, dann wieder nicht. Es ist nicht zu fassen. Ach ja, der DAX. Man muss ihn einfach gern haben und mit Humor nehmen, sonst übersteht man irgendwie den Tag nicht. So, da sind wir wieder. Meine Güte. Also, ich wollte gerade sagen, jetzt DAX, komm, bleib mal hier dabei. Müssen wir mal gucken, ob wir direkt dann halt runterlaufen hier auf diese Zone. Das wäre natürlich halt super. Ja, also, sollte er das so machen, würde ich halt hier den Trail reingeben. Erstmal. Und ansonsten dann halt jetzt mal gucken, wie er mit dem hier umgeht. So, da habe ich ja gesagt, hier POC. Da geht dann halt, das wäre der Exit von der kleinen Position hier. Ach ja, guckt das an, er tanzt um den Break-Even drumherum, also um den rechnerischen Break-Even. Ne? Ich hätte natürlich die vorhin nochmal shorten müssen, ne? Klar, aber ich habe halt hier nur einen Bildschirm gerade, weil dann wäre jetzt die Sache wesentlich einfacher, zumal ich auch gesagt habe, da oben ist klar. Ne? Das heißt, hätte ich da oben jetzt nochmal die gleiche reingegeben und hier nochmal aufgelöst, dann wäre der Break-Even jetzt irgendwo mittlerweile hier. Und dann könnte man ganz entspannt da halt den Stop schon nachziehen und wäre dann auf jeden Fall halt sauber raus. Aber es kann halt sein, dass der jetzt hier in den 5 Minuten nochmal hochzieht, ne, und nochmal Anlauf nimmt. Kann sein. Aber mit bisschen Glück, muss ich es leider auch mal so sagen, kriegen wir jetzt erstmal Schübchen nach unten und wir lösen uns jetzt hier sauber auf. Ich hätte nichts dagegen. So, von daher ist jetzt auch, glaube ich, die Frage beantwortet, warum überhaupt Short, wenn der Markt doch long ist. Ne? Ich glaube, jetzt wird es so ein bisschen klarer, warum der Markt, auch wenn er long ist, trotzdem nicht einfach nach oben läuft. Wo ist eigentlich mein Wasser? Ich trinke ja die ganze Zeit kalten Kaffee. So, ich lese mal hier, was ihr für Kommentare abgibt. Wird ab der Höhe viele Shorts liegen, dass das hier umso schneller steigt, wenn du, ja, aber ist ja die Frage, liegen die da, ne? In so einem Bereich ja eher nicht, ne? Wenn man darauf baut, irgendwie da oben werden die Stops gefischt. Also das ist jetzt nicht unbedingt, also für meine Begriffe ist nicht unbedingt so ein Level, wo jetzt großartig gefischt werden sollte. Also ich weiß es nicht, ne? Aber das ist mir zu einfach, ne? Nur weil es jetzt halt eben da halt das Hoch ist, deswegen musst du da nicht drüber gehen, sondern ist ja eher so dann bei Levels, die, wie soll ich sagen, die halt schon viel deutlicher, viel genauer gehandelt wurden. Da ja, ne? Aber wenn man jetzt hier mal guckt, wenn man wirklich da halt sagt, da gut, da oben fliegen die Stops für Long, da muss man sich das mal ein bisschen anders angucken, finde ich. Dann überbrücke jetzt hier einfach die Zeit mit Erklärungen. Dann müsste man eher sagen, ja gut, wenn, dann da. Ne? Das heißt, hier oben bei der 4,7, aber da laufen wir im Tageschart auch wieder auf so einen bitteren Widerstand. Ne? Und aber hier, da ist jetzt erstmal nur das Tageshoch. Ne? Das heißt, wir kommen nicht mal die Hochs von gestern ran. Und warum? Also
wäre jetzt für mich irgendwie kein Phishing-Level. Also da nicht. Also wenn dann halt hier, wie gesagt, über dem Hoch von gestern, meinetwegen, dann kann er einmal in dieses große Corona-Gap mit Karacho eintauchen. Aber hier jetzt erstmal nicht. Außerdem bin ich hier Short. Da macht er, da soll er sowas ja auch nicht machen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Kein Quatsch, aber gut. Heute habe ich leider kein Krönchen für dich. Der Mann, wie ist das denn gemeint? Komm jetzt, DAX, komm, gib mir den Stich darunter. Mach's nicht so spannend. So, der Dow, egal, immer plus. So, zack, die 12 ist raus. Wunderbar. So, jetzt habe ich aber immer noch die Schieflage, ne, von dem ersten. Das darf man jetzt nicht vergessen. Also auch wenn du jetzt hier erst schick ist, aber da habe ich vorhin ja auch noch, ne, was auszugleichen. Von daher ist zwar der Trade jetzt erstmal, ne, weil noch bin ich ja drin. Aber wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, der Trade ist total dumm, ne, alles falsch. Sehe ich noch nicht so, ne? Weil dafür sind wir da jetzt halt hier oben doch zu oft angestoßen und nicht weitergekommen. Ne? Dann müsste man natürlich sagen, ja gut, dann ziehe ich meinen Stop hier auf Break-Even. Ne? Nicht der Break-Even, sondern der Break-Even, der rechnerische, hier wo das kleine BE ist, das Ding hier. Ne? Ich denke, man kann es erkennen. Da hüpft das hier immer rum. Und sagt dann, ja gut, war nicht so klasse, aber hat auch nichts gekostet, war ein bisschen Arbeit, das zu retten, aber ich gehe raus. Ne, das wäre auf jeden Fall dann halt, könnte man jetzt machen. Ich sehe es aber halt echt noch nicht. Ne? Also die Eröffnung, die winkt da unten geradezu, um da halt angetestet zu werden. Und weil halt eben das hier oben hält. Und von daher verschenke ich den Gedanken halt mal noch nicht. Im Gegenteil, wenn wir nochmal hochlaufen, würde ich tatsächlich nochmal Short eindecken und dann halt eher so bei der Richtung hier, da so, wenn wir nochmal einen Run in dieses Cluster kriegen, würde ich ja nochmal mitgehen und den dann halt auch versuchen, ein Stück tiefer dann halt rauszunehmen. Also aber so ein Dip hier in den Bereich auf den VWAP in diese, an die Eröffnung. Ich sage mal, irgendwie zu 90% sollte das kommen. Ja. Rein, das ist natürlich aber jetzt schon so ein bisschen Erfahrungswert halt wieder. Ich meine, es kann jetzt natürlich auch sein, dass irgendeiner News raushaut und dann fliegt das Ding nach oben weg. Kann natürlich auch immer sein. Ne? Deswegen darf man nie sagen, oh, kommt auf jeden Fall. Auch Quatsch. Ne? Gut. So. Dow schwebt im kleinen Plus. Wunderbar. DAX auch im kleinen Plus. So, das ist jetzt zumindest mal ein Moment, glaube ich, wo man das Webinar jetzt erstmal sauber beenden könnte. Aber ich habe immer so die Hoffnung, dass wir nur einen schnellen Rutscher da unten rauskriegen. Das wäre natürlich das Schönste, aber ich kann es jetzt auch nicht erzwingen. Aber ich glaube, es liegt so ein bisschen auf der Hand. Wer Lust hat, kann sich das ja mal weiter angucken. Zumindest mal habe ich mein Kabel hier um den Stuhl gewickelt, erfolgreich, wie ich gerade sehe. Na ja, gut. Zumindest mal, glaube ich, ist das Prinzip ja aber jetzt so ein bisschen klarer für alle, die nie wussten, was meinten der damit, ne? Wenn dann halt irgendwie die Rede war von Skalierung. So, also, dann sagen wir an der Stelle mal, Nelson, falls du noch nicht eingeschlafen bist, hat Spaß gemacht, war lange. Warum immer alle denken, dass ich hier verschwinden werde, würde und einschlafe? Ich höre dir Ja, sehr ist ja gespannt zu. legitim. Also, Der man Lutz hast ja denkt auch das auch, Lust, dass jetzt ich kann man einfach ja auch weggehe. schlafen und keine Lust mehr haben. Ist ja völlig in Nein, Ordnung. nein, 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 nein. Okay, gut. Dann sage ich mal an der Stelle Dankeschön, dass ihr noch doch noch recht zahlreich da seid. Und vielleicht hat das ja dem einen oder anderen ein bisschen geholfen. Die Funktionen sind ganz schick, glaube ich. Da kam mir hier auch ein bisschen Feedback. Und ja, ich sag mal danke auch an den Nelson, dass er nicht eingeschlafen ist. Okay, vorhin war es noch lustig, jetzt nicht mehr. Aber natürlich danke an Das den habe ich Nelson, nicht dass gesagt. er ja, aber ich gedacht gerade. Und zu Recht. Ich beäuge immer noch den Markt und habe immer noch irgendwie
hier den Finger hier auf meinem Stream Deck, um schnell noch den Bildschirm aufzuschalten, wenn das Ding hier mit großem, Moment mal, mit ordentlichem Plus. So, ich gehe noch mal kurz rüber. Es könnte sein, dass wir einen Spritzer kriegen. Jetzt, genau jetzt. Und wo wollte ich ihn hin? Da wollte ich hin. Ja, genau. Könnte passieren. Mal gucken. Dann wäre das ja natürlich noch dreimal schicker, wenn wir da halt so rausgehen könnten. Aber kann auch jetzt sein, dass er erstmal in der 400 wieder ein bisschen rumsteht, weil die auch wieder einige toll finden. Aber ich halte ja nichts von runden Marken. Und der Markt in der Regel eigentlich auch nicht viel. So, guck. Ja, komm. Komm, komm. So, auf jeden Fall. Zack, guck's dir an. Ist das, ups, Bild verschoben. Ist das nicht herrlich? Der Wahnsinn. Guck mal. Schick genau dahin und tiefer wahrscheinlich nicht mehr. Hier unten liegt jetzt auch eine dicke Order. Trotzdem kann es aber sein. Ansonsten sind wir jetzt hier raus mit dem Trail. Ach, ist das schick. Ja, Geduld zahlt sich aus. Ja, manchmal, ne? Nicht immer. Also allein Geduld allein bringt auch nichts, aber. Ja, aber es ist auf jeden Fall die Zone, so, das waren dann halt die 90% und siehe da, wir sind raus, ach, wie schön. So, ja, ich glaube in der Statistik, ja, 423, oder? Was war denn das hier dann dazwischen, weiß ich jetzt nicht. Aber so teuer war der eben nicht, das auf keinen Fall. Ja, also, gut, danke, mein lieber DAX, dass das noch funktioniert hat. Das ist doch schön. So, jetzt hat sich wenigstens das halt noch am Schluss bestätigt und jetzt gehe ich da auch mit einem besseren Gefühl da raus. Ja, guck mal, es sind 10 gegangen in der Zeit, die haben es jetzt verpasst. So, das ist die Strafe dafür. Wer das nächste Mal früher geht, verpasst den Trade. Exit. So, jetzt aber nochmal danke, dass ihr dabei wart. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Dir auch, lieber Nelson, noch einen schönen Tag und den anderen natürlich auch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Adios, aber der Nelson hat das letzte Wort. Das ist nett von dir. Nee, vielen, vielen Dank für das Webinar heute. Feedback hast du ja schon selber gesehen. Alles positiv und auch nochmal danke für den Einblick in deine Strategie bzw. deine Herangehensweise. Und wir hören und sehen dich ja bereits am Freitag. Da ist es ja wieder NFP. Also bis dahin wünsche ich natürlich auch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Dabeisein. Viel Erfolg. Passen Sie auch für die Positionen auf. Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis Freitag. Bis dann. Ciao.